Wir haben heute sehr, sehr viele Anmeldungen. Ich freue mich sehr über die tolle Resonanz. Es ist ja auch ein hochspannendes Thema. Windräder im Gegenwind, Windenergieanlagen, Chance oder nur Politikum. Mein Name ist Thomas Nagel. Ich bin Programmmanager für die Thomas Dehler und Friedrich Naumann Stiftung. Darf Sie sehr herzlich willkommen heißen und im Namen der Thomas Dehler Stiftung und der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit. Darf sehr herzlich begrüßen Dr. Karin Schnebel, Hochschullehrerin an der Uni Passau und wissenschaftliche Leiterin des Gesellschaftswissenschaftlichen Instituts München, auch eine sehr, sehr bekannte, erfahrene Moderatorin, die ja schon viele Veranstaltungen der Thomas Dehler und Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit moderiert hat. Freue mich sehr und darf herzlich begrüßen Professor Dr. Andreas Reuter, Leiter des Fraunhofer Instituts für Windenergiesysteme und Professor für Windenergietechnik an der Leibniz-Universität in Hannover. Schönen guten Abend, schön, dass Sie mit dabei sind. Und aus der Politik Christoph Skutella, Landtagsabgeordneter, Sprecher der FDP-Fraktion im Bayerischen Landtag für Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie Tierschutz. Allein schon in dem Titel sind alle Themen, glaube ich, beinhaltet, die Windenergie mit sich bringt, von der Umwelt über die Landwirtschaft bis zum Verbraucherschutz und dem Tierschutz. Eine spannende Diskussion, die Sie erwartet, vor allen Dingen mit dem Blick auf die Bundesregierung, die ja bis zum Jahr 2030, wenn wir uns das vorstellen, also in 7 Jahren über 80% des Bruttostromverbrauches mit erneuerbaren Energien abdecken will, oder das ist zumindest das Ziel. Kleiner Hinweis noch, Sie haben die Möglichkeit, unter F&A Ihre Fragen zu stellen. Nutzen Sie das gerne und Frau Dr. Schnebel wird es gewohnt professionell und toll moderieren. Danke nochmal allen dreien, dass Sie mit dabei sind. Wünsche spannende 90 Minuten, die es insgesamt sind, und darf an Sie, Frau Dr. Schnebel, übergeben Ihre Bühne. Vielen Dank. Dankeschön für die schöne Einleitung. Herzlich willkommen von meiner Seite. Ich werde erst ein bisschen ins Thema einführen und dann bin ich gespannt, was unsere Podiumsgäste sagen. Also heute geht es um das Thema eben Windenergie als Chance oder Politikum. Also die Idee ist erstmal, die Bundesregierung will bis zum Jahr 2030 80% des Bruttostromverbrauches mit erneuerbarer Energie abdecken. Bayern will sogar bis zum Jahr 2040 klimaneutral sein. Das ist doch eine ziemlich große Herausforderung, wie ich meine. Und dafür müssen natürlich viele Anstrengungen unternommen werden. Der Ausbau von Windkraftanlagen ist hierfür entscheidend. Immerhin kann ein Windrad Strom für 3.000 Haushalte in Deutschland pro Jahr erzeugen. Und das sind dann 10 Millionen Kilowattstunden. Da muss ich auch immer schön nachgucken, dass ich keine falschen Zahlen nenne. Durch erneuerbare Energien werden die Abhängigkeiten von Energieimporten geringer, als die Versorgungssicherheit wird gestärkt und es werden Möglichkeiten für Investitionen in zukunftsträchtige Technologien geschaffen. Tatsächlich hat sich die Windenergie in den letzten Jahren rasant entwickelt. Dieser rasche Ausbau hat dazu geführt, dass die Windenergie in Deutschland einen wirklich wichtigen, vielleicht sogar entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz leistet. Nicht zuletzt ist sie ein wirklich wichtiger Wirtschaftsfaktor, der viele Arbeitsplätze generiert und auch Einkommen bietet. Die haben natürlich einen geringen Flächenbedarf. Das ist auch ein Plus. Also Solarplatten brauchen viel mehr Fläche. Und sie produzieren dann am meisten Strom, wenn es Winter ist und tatsächlich auch am meisten Strom gebraucht wird. In Bayern waren es bis Ende 2022 1.143 Anlagen am Netz. Deutschlandweit waren es 30.000. Man sieht, da ist so ein kleiner Unterschied. Ne? Warum ist das in Bayern so schlecht, fragt man sich. Es hat natürlich auch geografische Ursachen oder topografische. Also im Norden gibt es mehr Wind, wenn ich es mal so flapsig sagen darf. Und es ist auch eine geringere Akzeptanz hier in Bayern. Und warum das so ist, da reden wir nachher noch gleich drüber. Aber auf alle Fälle ist es nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt mit den Windenergieanlagen. Zum einen, klar, die Agrarwirtschaft, die Agrarbranche ist skeptisch und es hat auch schon Gründe. Also so ein Windrad braucht 40 A an Land. Und diese 40 A an Land gehen ab tatsächlich, ne? Gehen den Landwirten von dem ab, was sie haben wollen. Zumindest so ist die Gegenbewegung. Ja? Also und darüber können wir auch diskutieren. Jedenfalls, viele Landwirte haben viel zu wenig Land und bräuchten mehr. Also sie müssen ja, wenn sie mehr Land haben, können sie mehr Pflanzen anbauen und dadurch mehr Tiere ernähren zum Beispiel. Ja, das ist durchaus ein Thema, wo dann viele Landwirte vielleicht
ans Existenzminimum geraten können oder halt oder eh schon da sind vielleicht. Ne? Hinzu kommt, dass man zum Teil Wälder auch ein bisschen abgeholzt werden müssen, auch ein negativer Punkt. Naturschützer sprechen davon, dass die Vögel eben in diese Rotor, in die Räder, in diese Rotoren eben geraten und dadurch natürlich auch es tote Vögel gibt tatsächlich. Und es gibt noch das Problem mit dem Schwefelhexafluorid, Hexafluorid, das spreche ich auch nachher an, und das begünstigt den Treibhauseffekt. Und es gibt noch, viele Leute klagen sich darüber, sie bekommen, haben Schlafprobleme und es ist ihnen übel und sie bekommen Ohrendruck und so weiter von den Windrädern, weil das sind Geräusche, die nennt man Infraschall. Also Infraschall sind Geräusche, die man nicht hört, aber die doch da sind. Und dieser Infraschall stört auch Vögel tatsächlich, Vögel und auch andere Kleintiere, die dann eben da nicht brüten oder nicht balzen und so weiter und sich dann wegziehen von den Windrädern, woanders in andere Gegenden gehen. Ist natürlich auch ein Problem mit dem Kreislauf der Natur. Und ob das wirklich ein Problem ist oder wie das Problem ist, da sprechen wir dann nachher drüber. Und es gibt vielleicht noch das Problem, dass auch Windräder Abfall produzieren. Man kann es sich denken, auch darüber müssen wir noch sprechen. Das mit der Verspargelung der Heimat ist wahrscheinlich noch das Argument, das geringste Problem, würde ich fast meinen. Und es gibt auch noch ein Problem. Man kann in Bayern gar nicht so viel Fläche generieren, weil da gibt es beispielsweise die Regel, dass man 1000 Meter von einer Wohnanlage entfernt sein muss. Das ist diese 10H-Regel, die es seit 2014 gibt. Also das heißt, es ist gar nicht so ganz so einfach mit den Windrädern. Also man muss mal halt überlegen, wie ist das wirtschaftlich vertretbar und wie kann man diese ganzen Interessen hier zusammenbekommen? Das ist hier in Bayern recht schwierig. Also die einen Naturschützer wollen das Klima retten, die anderen Naturschützer wollen im Grunde die Vögel und das Habitat und all sowas retten. Also ganz schön schwierig, würde ich sagen. Und darüber würde ich jetzt gerne mit Ihnen beiden diskutieren. Herzlich willkommen auch von mir, Herr Skutella, nochmal und Professor Reuter. Und ich würde da erstmal anfangen, vielleicht mit Ihnen, Herr Skutella, wobei, wie gesagt, jeder kann zu jedem Thema immer was sagen. Nach meinen Quellen liegt die Energiegewinnung durch Windkraft innerhalb der erneuerbaren Energien derzeit bei ungefähr einem Viertel. Das klingt doch ganz gut, finde ich, ne? Aber welche Ziele sind da genau gesteckt? Ja, wunderschönen guten Abend. Danke, Frau Schniebel, für die einführende Frage. Das 2030er Ziel für die installierte Gesamtleistung für die Windkraft liegt bei 115 Gigawatt. Das kann man jetzt zum Beispiel sehen im Vergleich im Jahr 2022 gab es einen Nettozuwachs von 2137 Megawatt, sind 305 Anlagen und das hat uns bundesweit auf 58,1 Gigawatt installierte Gesamtleistung gebracht. Das heißt erstens, dass in den nächsten 7 Jahren, das ist das erklärte politische Ziel und das bedeutet dann eben, dass man in den nächsten 7 Jahren die installierte Leistung annähernd verdoppelt, dass die verdoppelt werden muss, um die gesetzlichen Klimaschutzziele zu erreichen. Und zweitens bedeutet das, dass in den nächsten Jahren im Schnitt jeweils 10 Gigawatt dazukommen müssen, also 4-mal so viel wie im vergangenen Jahr. Pro Werktag macht es rund 6 Anlagen aus. Bislang sind es 3,5 und das ist alles Zahlen vom Windverband BEW, die da auch nachlesbar sind und die dort berechnet wurden. Jetzt kann man natürlich noch über die Windkraftleistung auf See sprechen. Die muss natürlich auch deutlich erhöht werden. Und das sind alles schon sehr ambitionierte Ziele. Ob diese Zahlen erreicht werden, bleibt abzuwarten. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir schon in den letzten 1,5 Jahren auch gewisse Hemmnisse hatten. Sie hatten 10H in Bayern schon angesprochen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann man sagen, die meisten Hemmnisse sind wohl rechtlicherseits erledigt worden. Also das Wind-an-Land-Gesetz wurde durch die Bundesregierung verabschiedet. Das heißt, 2% der Landesfläche müssen für Windkraft ausgewiesen werden. Bisher sind es formell 0,8%. Effektiv, sage ich aber gleich, sind es nur 0,5%. Man muss mit den Zahlen hier wirklich immer ganz deutlich aufpassen, welche Zahlen man sich vor Augen führt.
Das heißt aber jetzt nicht, dass jedes Bundesland tatsächlich die 2% erfüllen muss, sondern da ist eine gewisse Flexibilität dabei. Sie haben es angesprochen, dass jetzt in Bayern vielleicht manche Standorte nicht so geeignet sind. Also es wird dann wohl so auf 1,8% der Fläche hinlaufen, ist dann mit Sanktionsmöglichkeiten verbunden. Zum Beispiel könnte dann der Bund auch den Freistaat auffordern, die 10H-Regelung, die jetzt ja noch immer existent ist, wenn auch verändert, aufzuheben, um die restlichen Ziele zu erreichen. Dankeschön. Das waren ja schon eine ganze Menge Zahlen, würde ich meinen, gell? Jetzt mache ich gleich weiter mit den Zahlen. Also die Atomkraftwerke sind ja nur ausgestellt. Ne? Also das heißt, wir haben es eilig so ein bisschen. Ne? Wir müssen da einen Ersatz finden für diese Atomkraftwerke, ohne bei den fossilen Energieträgern zu bleiben. Also jetzt habe ich gelesen, man braucht 1300 bis 3250 Windräder, um ein Atomkraftwerk zu ersetzen. Das ist ja eine ganze Menge. Wenn man sieht, dann stoppt man mal 40 auf oder so. Ne? Dann ist es ja so ein bisschen nicht so viel im Vergleich zumindest. Ne? Das bekommt jetzt eine ganz andere Relevanz. Jetzt ist die Frage, wie kann das geschehen? Was kann man machen? Wie müsste es eigentlich laufen, damit man diesen ganzen Mangel an Energie aufgefangen wird? Das ist jetzt vielleicht. Ja, aber vielleicht kann ich da so ein bisschen mal was dazu sagen. Also die Zahlen sind erstmal ein bisschen alt, die Sie da skizziert haben. Das sind sehr kleine Anlagen, die dazu als Referenz rangezogen wurden. Also, und ich habe mal überschlägig gerechnet. Also wenn wir sozusagen zum Extrem gehen, das, was heute in der Nordsee aufgebaut wird, das sind ja so 1 Gigawatt Offshore-Parks, die werden in einem Jahr aufgebaut. Und die liefern in etwa 5 Terawattstunden. Das ist die Leistung eines halben Atomkraftwerks. Das heißt, in 2 Jahren mit 200 Offshore-Anlagen kriegen sie ein Atomkraftwerk aufgebaut. Ich glaube, in Finnland haben die Leute 20 Jahre gebraucht, um ein Atomkraftwerk zu bauen, um das auch mal ein bisschen in Relation zu setzen. Also das ist jetzt irgendwie eine vergleichsweise schnelle Art und Weise, große Mengen von Strom sehr kostengünstig zu bauen. Und eben die Stückzahlen sind gering. Gut, das ist jetzt extrem und offshore, aber wir sind ja hier gerade bei Extrempositionen und deshalb möchte ich da auch mal was in die Waagschale werfen. Das heißt, die Atomkraftwerke, diese 3 übrig gebliebenen Atomkraftwerke bei uns zu ersetzen, ist überhaupt kein Thema. Wo es dann ein bisschen spannender wird, das sind tatsächlich die 2030-Ziele. Die sind ambitioniert. Offshore ist es ja 30 Gigawatt, das ist beinahe die harmlosere Variante. Die Onshore-Zahlen, das sind tatsächlich die Zahlen, die wahrscheinlich schwierig werden. Und es klang eben so positiv, als wären sozusagen alle regulatorischen Hemmnisse beseitigt. Das stimmt natürlich so nicht, sondern in der Detailplanung sind wir immer noch bei Planungszeiträumen von 3 bis 5 Jahren. Und das hat ganz, ganz viele Gründe, aber natürlich auch, hat was mit Akzeptanz zu tun und dass da irgendwie jeder Bürgermeister irgendwie sich in den hintersten Winkel verkriecht, wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, ich möchte eine Windmühle aufstellen, weil Ärger ist vorprogrammiert. So ähnlich wie bei Corona-Impfungen oder sowas. Sie haben immer 20%, die gegen alles sind. Und wenn Sie einen Ziegelstein hochheben, haben Sie 20% Opposition. Ich glaube, das ist jetzt auch die Erkenntnis der letzten Jahre, dass man damit irgendwie umgehen muss, mit einfach grundsätzlicher, ganz fundamentaler Opposition gegen jedes Stein hochheben. Und das trifft die Windenergie natürlich ganz hart und macht dann eben diese Ziele ziemlich ambitioniert, weil es ist ja letztendlich egal, was wir anfassen. Es gehört ja nicht zu den Windenergieanlagen, nur die Windenergieanlage dazu, sondern sie müssen das Netz ausbauen, sie müssen ganz viel drumherum machen. Das ist Heavy Lifting. Und Sie sehen es ja auch an anderen Themen wie Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität oder Schienenausbau oder. Unendlich mühsam in Deutschland irgendwas zu bewegen. Und vor diesem Kontext sind diese Onshore-Ziele extrem ambitioniert. Also da teile ich die Meinung, das wird spannend und trifft aber eben alles, was Energiewende oder überhaupt Modernisierung angeht. Das ist in Deutschland fast nicht zu machen. Was halten Sie von diesen Zielen, Herr Skutella? Ja, ich kann Herrn Professor Dr. Reuter natürlich auch nur recht geben. Die Hemmnisse sind immer noch da und der Kampf gegen
Infrastrukturprojekt betrifft jetzt natürlich nicht nur die erneuerbaren Energien, sondern betrifft auch zum Beispiel die Elektrifizierung der Bahn, wenn es da um Zuleitungen geht zu den Bahntrassen und so weiter. Also das haben wir leider überall. Der Punkt ist allerdings, dass, soweit ich das jetzt überblicken kann, ist der Rahmen, der gesetzlich gegeben wurde vom Bund, aktuell zumindest sehr positiv, um das jetzt mal etwas vorsichtiger zu formulieren. Vielleicht können wir uns darauf verständigen. Wirtschaftsminister Habeck hat wohl mal gesagt, die Ziele seien ambitioniert, aber machbar. Da setze ich ein bisschen ein Fragezeichen tatsächlich dahinter. Auch wenn der Ausbau der erneuerbaren Energien jetzt in einem sogenannten überragenden öffentlichen Interesse stehen, was rechtlich schon entscheidend ist, gibt es natürlich auch viele Herausforderungen, die hier zu nehmen sind. Wir haben aber, und das liegt auch an der EU, wir haben da gewisse Rahmen genutzt, die jetzt zur Ausweisung auch von Go-To-Areas genutzt werden können. Das heißt, das Anfang März hat die Bundesregierung im Rahmen einer Raumordnungsnovelle wichtige Teile dieser EU-Notfallverordnung, die eben auch zur Energieerzeugung genutzt werden sollte, oder vor allem eben ausgenutzt. Und das heißt, dass wir in ausgewiesenen Vorranggebieten nur eine strategische Umweltprüfung durchführen müssen, was dazu führt, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung sowie auch die artenschutzrechtlichen Prüfungen bei Einzelprojekten entfallen. Das ist schon ein kleiner Schritt der Entbürokratisierung, wenn man das so sagen kann, oder der etwas schnelleren Verfahrenswege. Ich weiß, das wird immer noch nicht ausreichen, diese Go-To-Areas, aber vielleicht auch noch zur Vervollständigung, weil es auch der Professor Dr. Rötter gerade angesprochen hat, das gilt auch für Stromnetze und auch für PV-Freiflächenanlagen. Das ist ein entscheidender Punkt, weil natürlich die Netze vor allem mangelhaft sind. Das darf ich jetzt auch gerade mit bayerischem Hintergrund und Sie erlauben mir das an dieser Stelle mit etwas Oppositionsrhetorik so sagen, weil ich die Netze vor meiner eigenen Haustür hätte, wenn sie denn schon gebaut worden wären. Aber vielleicht kommen wir da später noch dazu. Und es gibt auch noch ein Beschleunigungsverfahren im Bereich des Verwaltungsrechts. Also es gibt schon Ansätze und ich glaube, da ist auch schon viel passiert, diese Verfahren zur Beschleunigung entschlanken. Und deswegen glaube ich, dass wir bundesrechtlich zumindest schon hier einen weiteren Weg gegangen sind, um schnellere Verfahren zu ermöglichen. Genau, und dann kommt aber noch dazu, dass es eben auch, wenn man sozusagen ganz viel will, es tatsächlich auch an Fachkräften schon in diesen Bereichen mangelt. Also auch wenn irgendeine Gemeinde, Kommune, whatever, gerne möchte, dann haben die nicht genug Planer, die dann das Ganze korrekt umsetzen können. Und also es hapert auch einfach an Leuten, die diese ganzen Sachen umsetzen müssen. Das kommt ja noch obendrauf. Also diese ganzen Infrastrukturprojekte eben auch wieder nicht nur Windenergie leiden, ja eben auch jetzt schon ganz massiv am Fachkräftemangel, insbesondere im öffentlichen Bereich, wo einfach nichts vorangeht, weil die paar Leute, die da sind, kriegen das alles nicht gewuppt in der kürzesten Zeit. Absolut. Ja, das ist natürlich noch ein neuer Aspekt tatsächlich, ne? Dieser Fachkräftemangel hier in diesem Zusammenhang. Also was mich interessiert, ist, es sind ja ganz oft Windräder, die stehen still, weil die Stromnetze voll sind und es mangelt an Stromnetzen. Ja, genau. Es wurde ja gerade angesprochen, wer auch immer jetzt darauf eingehen will. Was ist denn da das Problem mit den Stromnetzen? Warum werden die Stromnetze nicht wirklich Hand in Hand mit dem Windrad aufgebaut? Warum gibt es da Windräder, die einfach so am Laufen sind, aber die Stromnetze sind nicht gut genug ausgebaut? Also das muss man auch ein bisschen relativieren. Also ich glaube, irgendwie in den letzten Jahren, die Zahlen, an die ich mich erinnern kann, sind irgendwie so 2-3% der gesamten Energiemenge abgeschaltet worden, weil eben nicht genug Bedarf da war und eben die Netze voll waren. Und warum die Netze nicht parallel gleichzeitig ausgebaut wurden, ist halt, weil das schon eben auch ziemlich große Infrastrukturmaßnahmen waren, wo lange gestritten wurde, wie das gemacht wurde. Bayern da eben eine ziemlich unrühmliche Rolle gespielt hat, viele Sachen lange Zeit blockiert hat. Wo ich mich mal so ein bisschen frage, was die langfristige Energiepolitik in Bayern war, weil zu der Zeit war schon klar, dass die Atomkraftwerke abgestellt werden und dass die Energie nicht vom Himmel fällt, sollte sich in Bayern auch rumgesprochen haben. Aber egal, whatever die Leute sich da gedacht haben, sie haben es blockiert und deshalb sind wir mit dem Netzausbau Jahre hinterher und da geht es um die Höchstspannungsleitung. Also das heißt, es geht im Wesentlichen darum, dass wir den Zustand haben, dass in Deutschland
tatsächlich die Energieverteilung im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf gestellt wurde. Wir haben lange Zeit eben die großen Atomkraftwerke im Süden gehabt, wo auch viel verbraucht wurde und natürlich im Westen plus Kohle. Und jetzt haben wir plötzlich ein riesiges Energiedefizit. Ganz viel wird im Norden produziert, sei es offshore oder eben auch onshore. Und das ist eben nicht nur Niedersachsen, Schleswig-Holstein, sondern eben auch Mecklenburg, Brandenburg und sowas. Die produzieren mehr, als sie brauchen. Und das Ganze muss nach Süden transportiert werden. Und dafür sind einfach nicht die passenden Netze ausgebaut. Plus, dass dann eben so dieses ganze Umkrempeln von einigen großen Kraftwerken in die Fläche verteilt, jetzt von der Fläche in gesammelt und dann eben nach Süden transportiert und dann wieder verteilt, alles sozusagen auf den Kopf gestellt werden musste. Kommt nicht ganz überraschend, aber ist eben tatsächlich irgendwie lange Zeit ignoriert worden, dass das so kommen muss und ist natürlich tatsächlich auch ein großes wirtschaftliches Risiko, weil letztendlich zumindest das, was mir Betriebswirte immer sagen und auch Volkswirte, Industrie geht dahin, wo die Energie herkommt und nicht andersrum. Und das ist natürlich dann, wenn man dann auch noch keine Netze baut, für die Südländer besonders unerfreuliche Situation gerade. Und ich glaube, deshalb zappeln die auch so ein bisschen. Okay, das sind jetzt ganz viele Sachen, wo ich gerne Herr Skutella ein bisschen in die Verteidigungsposition lassen muss. Ja? Also die erste Frage ist für mich ganz klar, warum hinkt da Bayern so hinten dran? Wie ist das mit dem Ausbau der Stromnetze, die längst hätte laufen sollen? Wie ist das mit den Speichermedien, ja, beziehungsweise Transport vom Norden nach Süden steckt auch da drin? Ich glaube, darauf sollte man schon hören, was Herr Skutella dazu sagt. Bitte. Ja, ich kann das tatsächlich nur unterschreiben. Hier hat die Staatsregierung geschlafen. Ich habe es schon vorher erwähnt, selber bin ich am Südostlink sozusagen wohnhaft. Ich habe die Aktionen auch des jetzigen Wirtschafts- und Energieministers in Bayern, Hubert Aiwanger, erlebt, der sich da massiv dagegen gewehrt hat. Man muss auch betrachten, dass Bayern mit seiner damaligen Staatsregierung auch in Anführungszeichen schuld daran ist, dass wir über eine Erdverkabelung reden, was natürlich diese ganzen Projekte nochmals teurer macht und nochmals aufwendiger macht und auch zeitlich verzögert. Ich habe mir die Zahlen selber auch raussuchen müssen, weil man verliert ja irgendwann bei unseren ambitionierten Plänen im Freistand etwas den Überblick, aber eigentlich hätte der Südlink 2026 fertiggestellt werden sollen. Jetzt wird es auf 2028 geschoben. Der Südostlink sollte 2025 fertig werden. Der wird jetzt wahrscheinlich 2027 fertig. Alles noch mit Fragezeichen. Ich habe zwar die Leitungen schon gesehen, aber es ist sehr, sehr langsam und zögerlich. Und es gibt natürlich die Widerstände vor Ort, die haben Sie auch in Ihrer Anmoderation schon angesprochen. Aber es ist ganz ehrlich, ich muss Ihnen das sagen, ich bin selber auch Kommunalpolitiker und ich bin auch Landespolitiker. Und manchmal muss man halt auch zu einer unbequemen Meinung stehen, wenn man davon ausgeht, dass sie richtig ist. Und das Szenario hat ja Professor Dr. Reuter schon angesprochen. Wir haben ja gewusst, dass die Atomkraftwerke auslaufen. Jetzt gab es noch mal eine kurze Verlängerung. Jetzt kann man politisch diskutieren, wie man das hätte weiterführen wollen oder auch nicht. Aber das steht jetzt aktuell nicht zur Diskussion und nichtsdestotrotz hätte man auch präventiv schon was anderes machen können. Und das ist einfach versäumt worden. Ich habe im Rahmen eines anderen Projektes tatsächlich mit Landwirtschaftsverbänden mich unterhalten. Ja, per Zufall übrigens auch über dieses Thema. Und die haben tatsächlich ordentlich geschimpft über das Reduzieren ihrer Fläche. Also das muss schon auch solche Gründe haben, dass da halt ein bisschen auf die Landwirte, auf die Menschen, die dann doch unser Land auch ein bisschen, unser Klima, auch etwas fürs Klima, für unsere Ernährung tun. Und ich denke, das ist die Bremse, die auf dem Land im Süden jetzt da ist. Also wo Sie Ihre Kommunalpolitik machen, Herr Skutella. Ja, aber man muss das mal ein bisschen relativieren. Ich meine, es geht um große Bundesländer, wo drei Stromtrassen irgendwie durchgelegt werden, die jeweils eine Breite einer Straße haben, wo hinterher wieder Zeug drauf wächst, wenn es unterirdisch verlegt wird. Also wenn das nicht mehr möglich ist, was um Himmels Willen oder wo wollen Sie in Zukunft leben, wenn wir nicht mehr drei Straßen bauen können? Beziehungsweise wir können ja irgendwie aus irgendwelchen Gründen ganz viele Autobahnen bauen. Das ist dann wieder lustig und gut und da redet keiner darüber, was dann versiegelt wird oder was der Spaß kostet oder sowas. Aber bei solchen Themen wird so getan, als ob das irgendwie Luxus wäre oder sowas. Aber alle wollen warm duschen und in Zukunft auch mit Elektromobilität unterwegs sein und alles Mögliche mit Strom machen. Stichwort Wärmepumpe. Und eine Stromleitung darf aber nicht gelegt werden. Also da ist eine gewisse logische Inkonsistenz da. Ich habe
Ja, Großes, jetzt würde ich bloß nur kurz darauf eingehen, weil Sie ja die Landwirte angesprochen haben, nachdem das auch in meinem Bereich liegt. Ich habe Verständnis für jeden Grundstückseigentümer und Eigentümer, der sagt, was mit meinen Flächen passiert, da muss man gut drauf achten. Die Frage ist dann bloß, wie hilft man ihm politisch? Und es ist ja nicht das erste Mal, dass Landwirte Flächen zur Verfügung stellen, die sie ja auch pekuniär ersetzt bekommen, zum Beispiel für die Freileitungen. Da hat sich ein guter Prozess entwickelt. Die sind auch, wenn ich das jetzt mal so en gros sagen darf, zufrieden mit der Abwicklung. Das hätte man vielleicht bei den Erdverkabelungen einfach auch in der Kommunikation, in der Transparenz der Kommunikation hinbekommen können, wenn man nicht von Anfang an gleich gesagt hätte, ja, wir sind auch dagegen und wir stehen an eurer Seite. Also das ist schon auch eine politische Willensbekundung, wenn man natürlich versucht, das zu bekämpfen, vermeintlich auch hier aus, ja, ich sage jetzt mal nicht ganz nachvollziehbaren Gründen, wenn man sich eben über die Energieversorgung unterhält und wenn man sieht, dass wir das Chemiedreieck in Oberbayern haben, dass wir aber im ganzen Land, jetzt mal abgesehen von diesem Hotspot, auch Leute haben, Unternehmen haben, die auf eine qualitativ gleichwertige Stromversorgung angewiesen sind. Jede Feuerverzinkerei sagt ihnen, wir können keine schwankenden Stromerzeugnisse gebrauchen, sondern wir brauchen konstant qualitativ hochwertigen Strom. Und da würde natürlich oder wird diese Trasse dazu beitragen. Und deswegen kann ich politisch nicht ganz nachvollziehen, bei allem Gegenwind, den man vor Ort haben kann, und wir haben den als Kommunalpolitiker auch bei vielen Themen, da muss man halt einmal sagen, wir glauben, dass wir hier den richtigen Weg gehen und versuchen wir doch gemeinsam mit dem Grundstückseigentümer eine Lösung zu finden. Ja, bevor ich nochmal in diese Gegenbewegung eingehen will, würde ich vielleicht erst noch auf so ein paar andere technische Fragen eingehen, ja, damit es vom Aufbau auch ein bisschen stimmt. Man spricht zurzeit von Repowering, also man nimmt alte Windenergieanlagen, tut sie raus, macht neue rein und die haben dann entschieden mehr Leistung und so. Aber nichtsdestotrotz, erstens die Frage, wer beantworten will, wie schaut es genau aus? Und dann die nächste Frage, ganz klar. Was passiert mit den Alten? Was ist da los? Ne? Ich darf ja hier ein bisschen flapsig sein, nicht? Das Thema können Sie völlig in die Tonne treten. Also das funktioniert nicht. Also wenn wir über alte Anlagen reden, reden wir über 20 oder 25 Jahre alte Anlagen. Und damals waren die wirklich klein und süß, so aus der Liga, von der Sie zitiert haben, wo man dann 3.000 braucht, um Atomkraftwerk zu ersetzen. Mhm. Und wenn Sie da jetzt um die Ecke kommen und eine moderne Anlage hinstellen wollen, und es gibt nur noch moderne Anlagen zu kaufen, weil die von vor 20 Jahren gibt es so nicht mehr, dann haben Sie ein Problem, dass die Abstände zu Häusern nicht mehr passen, dass irgendwelche Höhenbeschränkungen weiter gelten. Das heißt, die allerwenigsten Projekte können Sie sinnvoll repowern, weil es einfach genehmigungstechnisch nicht passt. Also Sie können eine aktuelle, moderne 5-Megawatt-Anlage mit einem 160-Meter-Rotor nicht dahin stellen, wo Sie eine 2-Megawatt-Anlage oder eine 1,5-Megawatt-Anlage mit einem 70-Meter-Rotor haben. Also passt alles nicht, funktioniert nicht so, dass die allerwenigsten Projekte sinnvoll zu repowern sind, es sei denn, es ist eben ganz starker Planungswille da und dann werden eben irgendwelche Spielregeln, die bisher gegolten haben, aufgehoben, Stichwort Höhenbegrenzung oder eben sowas. Und Abstände sind ja eigentlich nicht diskutierbar. Da sind wir uns ja, glaube ich, einig, dass eben alle möglichen Schallschutzgeschichten natürlich gelten und keiner soll nachts gestört werden in seinem Schlaf und so weiter. Also das ist nicht diskutierbar. Da würde ich auch nicht da rangehen und sagen, jetzt reißt euch mal zusammen oder sowas. Das gibt's nicht. Das heißt, ganz viele Projekte können nicht repowered werden. Und das heißt, deshalb gibt es gewisse Bestrebungen, natürlich die Anlagen, die jetzt stehen und oft noch gut laufen, weiterlaufen zu lassen. Das funktioniert ja auch ganz gut. Und wenn die dann nach 25 Jahren und manche, ich habe jetzt gehört, dass einige Projekte schon ihr Okay von den TÜVs und Gutachtern gekriegt haben, 27 Jahre oder 30 Jahre laufen zu lassen, dann laufen die fröhlich weiter und produzieren hier sehr günstig Strom und sind eine vernünftige Einnahmequelle für die Betreiber. Also das ist alles gut und schön. Und die Frage, was passiert danach? Dann werden sie abgebaut. 85% werden recycelt, das ist nämlich Stahl und den kann man gut einschmelzen und dann können Sie was Schönes Neues draus machen, was auch immer Sie gerade brauchen. Und dann bleibt noch ein bisschen was übrig, das sind die Rotorblätter, die uns tatsächlich am meisten jetzt beschäftigen, weil wir natürlich schon den Anspruch haben, die aktuellen Anforderungen bezüglich Circular Economy so gut wie möglich umzusetzen. Und diese Kunststoffe, die da verwendet werden, sind tatsächlich noch nicht ernsthaft recycelbar. Das heißt, die werden geschreddert und dann entweder in eine Müllverbrennung gebracht und dann bleibt dann eben
Glasasche übrig und die thermische Energie wird verwendet, eben um den Rest des Mülls mit zu verbrennen. Oder es wird in die Baustoffindustrie gebracht und dann können sie das irgendwie in die Autobahn kippen. Aber da wir nur begrenzt Autobahn bauen, wird es irgendwann problematisch. Das heißt, da wird auch intensiv natürlich dran gearbeitet, aber die Rotorblätter, die jetzt irgendwie in den nächsten Jahren anfallen, das wird wahrscheinlich auf Schreddern verbrennen und eigentlich klimatechnisch wäre schöner sogar einfach vergraben, weil das CO2, was da drin ist, bleibt dann auch da drin und das setzen sie nicht frei. Aber das ist natürlich dann eine Frage der Gesamtbilanz. Und absehbar ist natürlich auch, das ist eins unserer Forschungsthema, Circular Economy, dass es natürlich dann irgendwann nachhaltige Rotorblätter gibt, also nachhaltig auch im Sinne, dass die Rohstoffe, die verwendet werden, eben aus erneuerbaren Quellen kommen, also zum Beispiel grünen Wasserstoff als Grundstoff und dann auch in irgendeiner sinnvollen Weise tatsächlich circular sind. Das heißt, dass sie die Stoffe komplett wiederverwerten können. Naturfasern stehen da hoch im Kurs und dann natürlich entsprechende Kunststoffe, die recycelfähig sind. So, das ist so ein bisschen der Status. Aber 85% wird recycelt. Ich habe da was ganz anderes gelesen. Ich habe gelesen, da werden sogar sehr, sehr viele werden einfach nach Südeuropa, Osteuropa gebracht. Ja, das ist natürlich sozusagen eine Nachnutzung, wenn es sich dann lohnt, weil es gibt natürlich tatsächlich so robuste Anlagen. Aber eigentlich versucht man, die bei uns aufzubrauchen. Also es macht ja keinen Sinn, eine Anlage, die irgendwie hinüber ist, nach Osteuropa zu bringen, weil wenn die hier nicht läuft, läuft die da auch nicht. Und die wollen ja auch laufende Anlagen und haben dann nicht irgendwelche Tricks oder irgendwie kleben da ein Pflaster drauf und dann funktioniert das wieder. Das ist so, vor 10 Jahren gab es mal so eine Bewegung, dass da so ein Second-Hand-Markt entstanden ist. Aber tatsächlich sind unsere osteuropäischen Nachbarn inzwischen auf dem gleichen technologischen Stand wie wir. Und die kaufen auch die modernen Anlagen ein, weil die nämlich wirtschaftlicher sind. Und irgendwie sowas, wie sie von Autos nach Afrika kennen oder sowas, das gibt es mit Windmühlen nach Osteuropa eigentlich gar nicht mehr. Danke. Was wird da im Landtag dazu gemacht, Herr Skutella, gerade zu dieser Abfallgeschichte? Oder zu dieser, wie lange werden die laufen, diese Windräder tatsächlich? Also Sie kennen sicherlich die aktuellen Daten und was gedenkt der Landtag dazu tun mit diesen alten Dingern? Wie schaut es aus mit dem Müll? Ja, das ist ja jetzt tatsächlich kein landespolitisches Thema. In dem Fall muss man auch sagen, Gott sei Dank. Im Rahmen der gibt es Rückbauverpflichtungen, die sind im Bundesrecht geregelt. Das ist alles auch schon ausgeführt worden. Die Recyclingquote ist ja wirklich sehr hoch. Sie haben jetzt von 85% gesprochen, sagen wir mal bis zu 90% quasi. Es betrifft tatsächlich nur die Rotorblätter. Da gibt es ein Recyclingunternehmen, das dann eben dieses Brennmaterial, das liegt irgendwo in Bremen, glaube ich, kann mich gerne korrigieren, falls ich da falsch informiert bin, aber es ist ein Unternehmen. Und das ist auch gut ausgelastet, soweit ich weiß, reichen da auch die Kapazitäten. Und das wird halt dann leider Gottes, weil man jetzt nichts anderes mehr draus machen kann, wird eben als Brennmaterial für die Zementindustrie hergenommen. Also das betrifft einen kleinen Restteil von 10% einer ganzen Windkraftanlage. Ich glaube, das ist so im Schnitt jetzt auch gar nicht so schlecht, weil Sie das Thema Repowering noch angesprochen haben. Ich meine, im Endeffekt entscheidet das natürlich der Anlagenbetreiber, wie er seine Anlage weiter betreibt, ob er sie zu gewissen Konditionen so wie sie ist am Netz lässt oder ob er sagt, ich will Repowering betreiben. Ich kann für Bayern sagen, da hat die Staatsregierung zumindest im letzten Jahr im November ein Einsehen gehabt und für diese Anlage gilt dann die strenge 10H-Regelung nicht. Das ist schon mal ein kleiner Weg, auch wenn Sie gesagt haben, dass es nicht viele Anlagen gibt, wo es sich rentiert, aber zumindest für die gäbe es die rechtliche Möglichkeit, dass sie 10H umgehen. Was ja im Vergleich zur Bestandsanlage dann zumindest ein kleiner Vorteil ist. Ansonsten gibt's da ist die landespolitische Kompetenz beschränkt und die weiteren Ausführungen. Nun gut, immerhin, ja. Hat ja schon Bayern eine Sonderstellung so ein bisschen, ne, in diesem Zusammenhang. Das haben wir ja vorhin auch gesagt. Was anderes. Ich habe was gelesen, also Sie können das gerne kommentieren, in diesem Fall auch eher, Herr Skutella, weil es politisch ist. Also seit schon 2021 habe ich gelesen, fielen ungefähr 4.200 Windräder aus der Förderung für erneuerbare Energien, Energiegesetzes raus. Das heißt, für viele lohnt sich einfach der Betrieb gar nicht mehr.
Ja. Wie schaut diese Problematik aus? Und das ist ja eigentlich dann eine Katastrophe für die Besitzer von Windrädern letztendlich, ne? Wie sehen Sie das? Naja, Katastrophe würde ich jetzt nicht sagen, weil jeder Windradbetreiber oder Windanlagenbetreiber weiß ja, dass die 20-jährige Förderung dann irgendwann mal ausläuft. Und da muss man sich halt auch Gedanken machen, wie weit sich das Windrad dann amortisiert hat an dieser Stelle. Und die Bundesregierung, und da wir jetzt auch sagen, auf schon massives Bestreben auch meiner Fraktion im Bundestag, hat es ermöglicht, dass die Anlagenbetreiber sogenannte Power Purchase Agreements machen können. Das heißt, ausgeförderte Anlagen können individuelle langfristige Lieferverträge abschließen. Das wird jetzt, denke ich, auch immer mehr kommen natürlich, weil die Förderungen auslaufen. Ich hoffe, dass das Instrument auch dementsprechend gut zieht und auch einen Sinn hat. Ich kann es mir nur positiv vorstellen, weil jeder Anlagenbetreiber hat ein Interesse dran. Und wenn wir uns jetzt so aktuell unseren Strommarkt anschauen, haben natürlich auch die Stromanbieter Interesse daran, irgendwo ihren Strom herzubekommen. Deswegen glaube ich, ist es eine Win-Win-Situation, dass auch Anlagen, die aus der Förderung rausgefallen sind, trotzdem weiterhin wirtschaftlich betrieben werden können. Und das bedeutet, dass auch kleinere Akteure, mittelständische Unternehmen und so weiter auch einen Zugang zu diesem Power Purchase Agreements haben. Das kann uns ja auch nur allen eigentlich ein gutes Gefühl geben, dass diese Anlagen weiterlaufen, weiter ein Erlös erwirtschaftet wird und trotzdem die Energieversorgung weiter durch die Anlagen gewährleistet wird. Also das kann ich nur komplett unterstreichen. Also ich glaube, man muss sich da keine großen Gedanken machen um die Leute, die eine alte Anlage haben, die aus der EEG-Förderung rausgefallen sind, weil die war ja zum Schluss irgendwie bei 8,5 Cent oder sowas pro Kilowattstunde. Ich habe heute gerade mal mit jemandem im Unternehmen gesprochen, das sich Anlagen bzw. grünen Strom besorgen will. Die haben PPAs für 14,5 angeboten gekriegt. Das heißt, im Prinzip können Sie wahrscheinlich zurzeit Strom zu höheren Preisen als die alte Einspeisevergütung, grünen Strom verkaufen, weil es einfach zu wenig gibt und die Interesse an langfristigen Verträgen haben. Also ich glaube, da muss man sich keine großen Gedanken machen, das läuft schon. Ja, das ist okay. Wunderbar. Ich würde jetzt, auch wenn wir es schon davon hatten, ja, würde ich trotzdem gerne auf diesen Widerstand gegen die Windräder nochmal reingehen. Ja, also aus der Minderheit kann auch eine Mehrheit werden übrigens. Ja, also man kann da schon mal gucken, dass auch Bedenken ausgeräumt wird. Und da würde ich gerne ein paar Themen einfach ansprechen, die dann vielleicht schon bedenklich ist. Also ich habe zum Beispiel gelesen, oh, da gibt es für Schwefelhexafluorid, das immerhin noch 7 Jahre lang da drin ist. Ja, lachen Sie nur, aber das ist eine Sache, die durchaus diskutiert worden ist. Ja, Sie lachen, andere lachen nicht darüber. Ne? Und dann glaube ich schon, es wirkt immerhin, habe mich dann so ein bisschen informiert, habe ich dann gedacht, es dauert 3000 Jahre, bis es wieder zersetzt und unwirksam ist. Ja, und es strömt da raus. Und da gibt es mittlerweile so Schutzteile, es ist wohl um die Schaltanlagen geht. Ja, da gibt es jetzt so Schutzdinger, die dann irgendwie drumherum gebaut werden. Ich bin Politologin, ja, keine Technikerin. Muss ich da mit Fachwörtern bin ich dann weniger stark. Wie ist das mittlerweile? Wie gefährlich ist denn dieses SF6? Ja, also kann man, ich glaube, das ist genau so ein Thema. Das ist so ähnlich wie bei Corona, das Chippen oder sowas. Also völlig gaga. Also erstmal geht es nicht um die Windenergieanlagen, sondern es geht um Schaltanlagen und zwar um alle Schaltanlagen. Also wenn Sie Strom mögen, Schaltanlagen, da ist das Zeug drin, und zwar überall, aber das ist da kein Problem, weil das sind Geräte und Anlagen, die werden von Fachleuten gewartet und wenn da keiner mutwillig Ärger macht, dann ist das Zeug da drin sicher und das ist was völlig anderes, als wenn sie es irgendwie in Privathänden haben oder irgendjemand daran lassen. Also völlig harmlose Nummer. Wissen Sie, wo das meiste von diesem Zeug rauskommt? In die Umwelt? Thermoverglasung, das, was Sie alle zu Hause haben, weil das wird nämlich unreguliert entsorgt. Und wenn Sie da so eine alte Thermoscheibe auf den Müll schmeißen, die kaputt geht, da werden die größten Mengen freigesetzt und da schreit auch keiner danach. Das ist ein völlig, also hat nichts mit Windenergie zu tun. Das hat natürlich was mit Gefahrstoffen zu tun. Da gibt es ja auch die PFAS-Diskussion im Augenblick und alle möglichen Diskussionen. Und natürlich wird dann gerne rausgekramt, was bei einer Windmühle vielleicht auch oder in der Nähe einer Windmühle gesehen wurde und völlig quatschige Zusammenhänge hergestellt, die eigentlich mit der Anlage selber nichts zu tun haben. Aber eben natürlich, wenn Sie gerne Strom mögen, dann haben Sie Schaltanlagen. Und wenn Sie Schaltanlagen haben, dann ist das Zeug drin. Aber wie gesagt, diese Stelle ist harmlos.
da sollte man sich lieber Gedanken machen, wie gehen wir mit unseren alten Glasscheiben um und wie kriegen wir da eine vernünftige Entsorgung hin, weil das sind die realen Mengen, die freigesetzt werden und nicht aus dem Bereich der Energieversorgung. Das ist da irgendwie überhaupt kein relevantes Thema. Das einmal meine fachliche Einsortierung. Ja, wollen Sie noch kommentieren, Herr Skutella, oder war das schon alles, was es dazu zu sagen gibt? Ich kann mich dem nur anschließen. Also ich halte grundsätzlich, das heißt, ich halte nichts davon. Man muss immer jedes Thema natürlich aufnehmen und versuchen, Bedenken auszuräumen. Das wurde ja jetzt auch getan. Ich kann nur anschließen bei dieser PFAS-Diskussion, die jetzt auch noch kommen wird. Und da warne ich davor, weil das wird jetzt nicht nur die Kühlanlagen betreffen, sondern eben auch unsere Wärmepumpen und das wird auch unsere Wasserstoffindustrie betreffen. Und das ist halt immer das Problem, dass man vielleicht ich bin auch kein Techniker, ich bin nicht mal Politologe, ich bin nur Musikwissenschaftler, das macht das Ganze jetzt nicht nur besser, aber für mich ist einfach nach Vernunft zu handeln eine entscheidende Maxime und wenn ich mir anschaue, in welchen technischen Einheiten das alles verbaut und genutzt wird und wir ja auch zukünftig darauf setzen wollen, da muss man schon hinterfragen, ob man jetzt jede Bestürzung und jede öffentliche Eskalation da so ernst tatsächlich auch mitnehmen und ernst nehmen muss, leider. Also es ist natürlich eine Diskussion, die jetzt ganz speziell im Altöttinger und Burghauser Forst aufgekommen ist. Ja, und es ist ja hier in Bayern und die gibt es einfach. Und man kann ja sagen, das sind jetzt geringe Gruppen und zum Teil war es tatsächlich auch die AfD, muss ich ganz ehrlich sagen. Trotzdem, man muss auch schon sagen, wenn da Bedenken sind, dann können sie sich ausbreiten, bekanntlich. Ja, und das muss man schon auch darüber sprechen können, ganz einfach. Ne? Und da habe ich auch gleich noch das nächste Thema, ja. Also es wird auch schon ein Stück Wald abgeholzt, um Windräder zu bauen, mehr oder weniger. Ja? Wird denn darauf geachtet, dass das wieder nachgepflanzt wird? Oder wie schaut es aus? Oder wie viel Wald braucht es überhaupt? Also, genau, sagen Sie mal was, Herr Skotter. Ja, die größte, ich meine, pro Windkraftanlage braucht man so 0,8 bis 1 Hektar. Davon wird auch wieder aufgeforstet, selbstverständlich. Da sind ja auch Waldeigentümer dabei, die Interesse daran haben, dass da wieder aufgeforstet wird. Also das ist auch die Zuwegung, über die ja oft auch gesprochen wird, sind ja auch meist schon Forstwege, über die gefahren wird. Deswegen, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan davon, zu sagen, wir müssen im Bayerischen Staatsforst, also oder exklusiv im Bayerischen Staatsforst Windräder hinstellen, wenn es auch andere Möglichkeiten gibt. Aber der hinnehmbare Schaden, den Anführungszeichen setze ich den Schaden, weil er ja wieder aufgeforstet wird, ist da wirklich überschaubar, nachdem auch die Fläche dann nach 20, 25 Jahren auch wieder aufgeforstet werden kann, in Gänze, wenn das Windrad abgebaut wird. Und da mache ich mir viel mehr Gedanken über PV Freiflächen, die verschlingen wesentlich mehr Fläche und Platz und auch die Kombination mit Agri-PV, was man jetzt ja auch so diskutiert, was auch sinnvoll ist. Aber das ist natürlich auch mit dem Aufständen der Anlagen und der landwirtschaftlichen Nutzung drunter mit einem höheren Invest verbunden. Also es gibt keine Lösung, die für alle wunderbar und keine Einschränkung bedeutet. Aber ich glaube, dass gerade bei den Windkraftanlagen, dass man da das schon auf ein Minimum reduziert hat und das wird ja auch begleitet von öffentlicher Hand und da wird schon drauf geschaut, dass nicht mehr als notwendig gerodet wird. Genau, und das ist natürlich nicht die allerschönste Lösung, also so auch für mich aus technischer Sicht, so eine Windmühle in den Wald zu stellen, ist nicht so richtig schick, weil sie haben da immer schon den Wickel, da überhaupt hinzukommen und das ist alles aufwendiger und viel schöner ist es, ins Maisfeld zu stellen, weil da würde ich auch nochmal gerne drauf eingehen, der Flächenbedarf ist minimal, weil sie haben da das Fundament und ein bisschen Zuwegung und das Fundament ist, weiß ich was, irgendwie 20, 30 Meter Durchmesser und da wächst ein bisschen Gras drauf. Das sind minimale Flächen und ringsherum können sie weiter ihre Kühe hinstellen oder ihre Mais anpflanzen oder was auch immer sie treiben, also minimalster Flächenbedarf. Wo mich auch so ein bisschen wundert in Ihrem Anteasern, dass Landwirte sich darüber aufregen. Ich kenne immer nur glückliche Landwirte, die eine Fläche für eine Windmühle haben, weil die nämlich ordentlich Pacht kriegen und zwar tatsächlich richtig ordentlich Pacht. Das heißt, so viel Geld können die mit ihren Flächen sonst gar nicht verdienen. Und das Blöde ist, die Nachbarlandwirte, die dann keine Windfläche zur Verfügung haben, die sind dann immer ein bisschen neidisch im Zweifelsfall, wenn sie dann auf die Anlage raufgucken müssen, aber nichts davon haben. Und das gibt natürlich dann Zank und Streit in den ganzen Gemeinden. Da natürlich sinnvolle Mechanismen zu, wie kann man da irgendwie Last und Nutzen verteilen. Das sind natürlich interessant spannende Aspekte. Ja. Aber eben da der reinen Nutzung von Flächen
Für Landwirtschaft ist das schon prima und deshalb würde ich immer sagen, wenn es die Wahl gibt, Wald oder Maisfeld, dann gerne Maisfeld. Der andere Kram ist aufwendiger und dann ist im Wald ja nicht Wald, sondern wir reden über Wälder, die sozusagen zukünftige IKEA-Regale sind, also Nutzforste, die eh zum Abholzen angepflanzt werden. Und wenn man da drei Bäume ein bisschen früher weghackt, dann geht die Welt auch nicht unter, weil wird eben nachgepflanzt, das, was dann irgendwie nicht mehr gebraucht wird und wäre eh irgendwie 10 Jahre später bei IKEA gelandet. Also es ist irgendwie alles nicht so ganz wild. Ich habe das tatsächlich in der vorhin besagten Diskussion mit den Landwirtschaftsverbänden, ja, da habe ich es tatsächlich anders gehört. Ja, die waren eher so, da kann man nicht mehr alles anbauen, nur noch ganz bestimmte Dinge und dann wird es Monokultur werden höchstens oder Schafe kann man drumherum tun. Also das waren so Kommentare. Quatsch, also da lade ich gerne zu Inspektionsreisen nach Norddeutschland ein. Also ich habe hier, und ich bin ja schon, ich mache 35 Jahre Windenergie und bin da schon wirklich ziemlich viele Äcker lang gelatscht. Und habe sehr viele glückliche Landwirte getroffen, die glückliche Besitzer von Windenergieanlagen sind und die alles Mögliche unter ihren Windmühlen angepflanzt haben. Ich weiß nicht, was sie in Bayern so Spezielles da anpflanzen, dass sie da irgendwie mit dem Schlagschatten nicht zurechtkommen. Aber zumindest norddeutsche Pflanzen kommen mit Windmühlen ganz gut klar. Alle. Okay, dann komme ich mal, würde ich sagen, das Thema hat sich erledigt, würde ich erstmal meinen. Ich komme jetzt erstmal zum nächsten Punkt, die Vögel und die Fledermäuse. Ja, Sie sagen, okay, es sind ja nur ein paar Vögel und Fledermäuse wahrscheinlich, aber da gibt es schon so windsensible Arten, Rotmilane habe ich gelesen und bestimmte Fledermausarten, die wohl davon was tatsächlich in Gefahr sind, sogar auszusterben, als stand auf dem einen. Wie gesagt, das ist auch politisch motiviert, schon klar, ne? Aber trotzdem, weil am Ende die Rotorblätter sind halt dann doch sind schnell, so schnell, dass die Vögel nicht schnell genug reagieren können. Ja? Kennen Sie da auch Daten drüber oder sowas? Also ich kann erstmal was zum Mechanismus sagen. Also Vögel, das ist ein bisschen komplexer. Normalerweise kleine Vögel haben kein Problem damit. Also bei uns ist dann öfter mal so der Ärger, dass irgendwelche Falken in der Windmühle selber nisten oder sowas. Und dann muss man irgendwie gucken, wie man damit umgeht, wenn die da brüten und da irgendwie Wartung gemacht werden soll. Die scheinen da irgendwie damit ganz gut klarzukommen. Mit größeren Vögeln habe ich schon mal gehört, dass es davon nur was gibt. Mit den Daten ist das immer so ein bisschen schwierig, weil tatsächlich das Einsammeln von Vögeln unter Windmühlen machen Füchse und sowas auch gerne schon mal, wenn es da tatsächlich welche geben sollte, sodass die Datenbasis ein gigantischer Graubereich ist. So, das ist mal dazu. Fledermäuse ist wieder eine ganz andere Nummer. Fledermäuse sind tatsächlich arme Würstchen im wahrsten Sinne des Wortes, weil die sind natürlich nicht doof. Die sehen die Rotorblätter. Die fliegen auch nicht gegen die Rotorblätter oder sowas, sondern was sie aber nicht sehen, ist die Druckverhältnisse direkt hinter dem Rotorblatt und die fliegen in den Unterdruck hinter dem Rotorblatt und das zerreißt sie. Und das ist tatsächlich nie so richtig schön. Und da ist aber jetzt so ein bisschen, muss man das wieder relativieren. Fledermäuse sind ja so diese kleinen Flattertierchen, die da irgendwie in Abenddämmerung irgendwie in 10, 15 Meter Höhe ihre Insekten einsammeln. Und die fliegen nur zu ganz bestimmten Zeiten, in ganz bestimmten Höhen und in ganz bestimmten Gegenden. Und da sind uns schon so ein paar Sachen eingefallen in der Windmüllerei. Also es gibt Fledermausdetektoren, die genau erkennen, ob Fledermäuse unterwegs sind. Es gibt auch für sensible Standorte tatsächlich Begrenzung, dass bei bestimmten Windgeschwindigkeiten, wo man weiß, dass Fledermäuse fliegen, die fliegen eben nur bei relativ geringen Windgeschwindigkeiten. Danach ist denen das zu ungemütlich. Also in den entsprechenden Zeiten, weil die in der Abenddämmerung fliegen und nachts oder sowas, wenn das zusammenkommt, die richtigen Zeiten, die richtigen Windgeschwindigkeiten, werden die Anlagen abgeschaltet. Oder es gibt dann eben diese Detektoren, die tatsächlich inzwischen schon Fledermaussorten unterscheiden können und entscheiden können, okay, das ist hier kritisch und da schalten wir die Anlage ab. Das heißt, technologisch ist da schon jede Menge gemacht worden, um das mit den Fledermäusen hinzukriegen. Rotmilan ist aus irgendwelchen Gründen irgendwie so das irgendwie absolute Killerargument für Windmühlen. Es gibt inzwischen auch Sensoren, die Vögel erkennen können. Also da sind jetzt an meinem Institut auch schon Masterarbeiten gelaufen, wo mit künstlicher Intelligenz anhand von Signaturen, also wo genau die Kontur des Vogels erkannt wird, kritische Arten identifiziert werden. Und wenn die dann in der Nähe von Windmühlen auftauchen, die entsprechenden Windmühlen abgeschaltet werden. Wie gut das funktioniert, das muss tatsächlich noch mal ein bisschen genauer angeguckt werden, weil das sind echt komplexe Geschichten.
weil diese lustigen Vögel im Zweifelsfall immer nur dann auftauchen, bevor irgendwo ein Windpark gebaut werden soll. Danach wurden sie nie wieder gesehen, vorher auch nie wieder. Und das mit dem Daten und Nachvollziehbarkeit vorher, hinterher und sowas ist wissenschaftlich ziemlich schwierig einzufangen. Also ich kenne noch keine sauberen Projekte, wo man gezeigt hat, wie was wo wirkt oder so, sondern da ist immer so ganz viel auch Graubereich, wo man ganz viel raten muss, was denn dann nun so passiert, weil sich das mit den Daten so sehr schwer antut, da vernünftig zu zählen. Das ist mein Stand. Soweit ich es gelesen habe, tatsächlich passiert da was, gerade im Altötting und Burghauser Forst. Da wird jetzt, gibt es so Projekte, die ein Jahr laufen und die genau das beobachten sollen. Genau, also Projekte gibt es schon ganz viele, auch in anderen Gegenden Deutschlands. Das mit den ganz glasklaren Erkenntnissen, dass man sagt, so genau ist das und das passiert. Da sind so ein paar andere Sachen schon beinahe so ein bisschen übersichtlich. Also wir wissen, dass zum Beispiel Zugvögel über die Nordsee so ein bisschen ihre Routen verändern und manche Vögel um bestimmte Windparks dann einen Bogen drum machen. Und das konnte man dann so messen, weil das dann irgendwie richtig statistisch relevante Größenordnung von Vögeln sind und sowas und das gut nachvollziehbar und die jedes Jahr die gleiche Route fliegen und sowas. Und da konnte man dann eben Veränderungen feststellen. Aber ich nenne das mal jetzt wieder flapsig bei diesen ganzen Kraut- und Rübenvögeln, die irgendwie wild überall unterwegs sind und wo man kein Vorjahr und kein Hinterjahr vernünftig zusammenkriegt, ist das echt schwierig, da eine vernünftige Datenbasis hinzukriegen. Aber wie gesagt, es wird trotzdem ganz viel an diesen Sensorgeschichten gearbeitet, intelligente Windmühlen, die abstellen, wenn eben kritische Situationen auftreten, Vögel identifiziert werden oder Fledermäuse fliegen. Okay, danke, das war wirklich informativ. Was mich aber interessiert, ist auch trotzdem, es gibt, wenn ich zurück darf auf die Politik, ja, es gibt nun mal die Tierschützer, die politisch aktiv sind und die jetzt eben versuchen, die da gerne mehr wollen, wie auch immer. Ne? Herr Skutella, wie schaut es aus? Haben Sie Kontakt zu Tierschützern oder kennen Sie Tierschutzvereine? Was geschieht da gerade? Selbstverständlich, ich bin ja auch für Tierschutz zuständig. Und da muss man schon ganz klar differenzieren. Es gibt auch anerkannte Umweltorganisationen in unserem schönen Land, die vermeintlich Tierschutz betreiben, aber eigentlich nur erklärte Windkraftgegner sind, wenn ich das mal so deutlich sagen darf, weil mir das jetzt öfters auch untergekommen ist. Und ich habe tatsächlich Verständnis auch dafür natürlich, dass wir jetzt nicht irgendwelche Vögel oder Fledermäuse und so weiter durch die Windräder schreddern. Aber wie es der Herr Dr. Rötter so schön ausgeführt hat, es gibt hier schon auch einige Studien. Es ist eine noch nicht so ganz klare Datenlage, aber es gibt Studien, die zum Beispiel gerade auch beim Rotmilan sagen, dass die doch Flugrouten auch abseits von Windkraftanlagen wählen. Dass wir hatten bei mir vor Ort das Problem mit dem Schwarzstorch, der wurde da gefunden, als das Windrad geplant wurde. Das war vor 15 Jahren, seitdem ist er nie mehr gesehen worden. Also man muss da schon ein bisschen immer schauen, woher nehme ich denn wirklich die Argumentation hin, weil tatsächlich nach Zahlen, ich kann es jetzt nicht auf 100 Vögel genau sagen, aber das kann man sich alles wunderbar ergoogeln, wenn Sie schauen, wie viele Vögel an Glasscheiben, an Häusern hängen bleiben, wie viele Vögel durch den Straßen- und Schienenverkehr getötet werden. Wenn man das alles aufsummieren würde, dann würde da auch eine ganz schöne große Zahl rauskommen und da würde auch keiner sagen, wir dürfen jetzt keine Glasfassaden mehr verbauen. Mag wohl aus klimatechnischen Gründen jetzt eher angebracht sein und Hitzeschutz für die Mitarbeiterin. Aber das ist immer so ein Argument natürlich, was immer zu prüfen ist und auch berücksichtigt wird. Die Frage ist aber bei allen Infrastrukturprojekten, und da können wir auch von Stuttgart 21, da waren es ja gewisse Amphibien, wenn ich mich richtig erinnere, die da sortiert werden mussten, können wir tatsächlich von einem Individuenschutz ausgehen oder sollten wir nicht, und das macht gerade auch die EU, eher den Populationsschutz im Gesamten ins Auge nehmen. Das heißt, dass nicht an jedem Ort in diesem Land die gleiche Anzahl an schützenswerten Wesen zu Hause sein kann und muss, sondern dass man die Population erhält. Und ich glaube, das ist ein Ansatz und das bringt mich jetzt wieder auch zum Anfang unseres Gesprächs zurück. Tatsächlich, wenn wir pro Infrastrukturprojekte, und das kann alles Mögliche sein. Wenn wir die noch verwirklichen wollen, dann müssen wir schon uns irgendwo noch in diesem Land entwickeln können. Und deswegen glaube ich, dieser Weg hin vom Individuenschutz zum Populationsschutz schon der richtige Weg, der gewählt wird.
und dass die rechtlichen Prüfungen, auch die Umweltverträglichkeitsprüfungen und so weiter, dass die sowieso durchlaufen, das ist ja klar. Also ich glaube, die technische Entwicklung ist ja auch angesprochen worden mit den Detektoren. Ich glaube, dass dieses Thema durchaus handelbar ist und eben auch, wenn man sich die Zahlen dann vor Augen führt, durchaus vielleicht entkräftet werden kann als Argument gegen Windkraft. Ich muss jetzt noch ansprechen, also ich mache übrigens für das Publikum, das hier zuhört, in einigen Minuten, so 5, 6 Minuten vielleicht, ja, mache ich das auch für das Publikum, aber 2 Fragen sind mir tatsächlich noch, liegen mir noch in meinem, will ich unbedingt noch stellen, und zwar die eine Frage, es gibt doch auch Windkraftanlagen ohne diese leidigen Rotorblätter. Ich weiß, die haben natürlich weniger Leistung und so weiter. Wie sieht es genau aus? Da wissen Sie, Herr Professor Reuter, sicherlich genauestens Bescheid, schätze ich mal. Also vermutlich, also ich weiß nicht, worauf Sie sich beziehen. Das Letzte, was mir untergekommen ist, war so ein Projekt aus Spanien, wo die Leute einfach so Türme in die Landschaft gestellt haben und die haben rumwackeln lassen. Das war ein Investoren-Fake-Programm. Also da, das ist eben auch so ein bisschen das Thema, dass natürlich Stichwort erneuerbare Energien auch ganz viel Hochstapler unterwegs sind. Also ohne Ende Hochstapler. Und ich kriege unendlich viele Anfragen, wo Leute mit den wildesten Konstruktionen um die Ecke kommen und irgendwie Grundlagen der Physik keine Rolle mehr spielen. Und das gehört so dazu. Das ist völliger Quatsch. Sie können natürlich irgendwas in den Wind stellen und wackeln lassen, aber erstens kommt da keine relevante Menge Strom raus und außerdem hält es nicht lange. Also ist völlig Quatsch. Und ich meine, es ist Windenergie in der Form, wie wir sie hier nutzen, gibt es sage und schreibe schon seit irgendwie 1000, 1200 Jahren. Und die Grundprinzipien der Physik sind ziemlich gut durchdacht und was Besseres ist uns noch nicht eingefallen. Also ich gucke natürlich immer sehr interessiert in Richtung Photovoltaik, was die Leute da so auf die Kette kriegen. Und das ist natürlich schon ziemlich beeindruckend. Aber wie gesagt, wir sind dann eben so mit der hängenden zu sehr an der Sonne. Und das heißt irgendwie, wir kommen nicht drum herum, uns noch was Zusätzliches auszudenken. Und jetzt bin ich ein bisschen vorsichtig, weil das Thema für Herrn Scutella vielleicht ein bisschen sensibel ist. Aber meine Begeisterung für Fusionsreaktoren, die in 10 Jahren laufen, hält sich extrem in Grenzen, weil ich dann eben auch doch relativ gut weiß, bei welchem TRL, Technology Readiness Level, derzeitige Fusionstechnologie ist. Das heißt, auch in den nächsten 20, 30 Jahren haben wir nichts Besseres als Photovoltaik, Windenergie, vielleicht noch ein bisschen Wellenenergie und dann natürlich der ganze Biokrams, der aber auch sehr begrenzt ist. Und das ist es halt so. Und da müssen wir das Beste draus machen und die beste Kombination hinkriegen. Und müssen wir natürlich auch für unser Land die beste, oder man kann ja auch sagen, wir sind ja nicht alleine, für Europa muss man dann auch die beste Variante hinkriegen. Und auch da muss man sagen, haben sich die Vorzeichen ja so ein bisschen verändert im Sinne von, dass so diese Idee, ach, bei uns lassen wir alles schön und prima und haben unsere Gartenzwerg-Idylle und alles andere lagern wir aus in den Rest der Welt und lassen uns das dann zuliefern. Das funktioniert ja auch nicht mehr so richtig, weil wir dann doch merken, dass das Thema Resilienz eine neue Bedeutung hat. Eine gewisse Unabhängigkeit wollen wir uns dann doch erhalten. Ihr guter Herr Lindner hat von Freiheitsenergie gesprochen im Kontext von Windenergie. Das alles muss man irgendwie zusammen in die Waagschale werfen und dann eine vernünftige Lösung finden und dann natürlich auch dafür sorgen, dass die Leute verstehen, warum machen wir das so und nicht anders und welche Optionen haben wir. Und da wird es dann halt tatsächlich dünn. Und klar kann man sagen, irgendwie die Windenergieanlagen in 10 Jahren sind vielleicht noch schöner, schicker, also noch leiser und passen noch mehr auf Vögel auf und sind 100% Circular Economy und alles aus heimischen Rohstoffen und in Europa gefertigt. Alles auf dem Weg, aber was viel Besseres haben wir nicht. Plus natürlich Photovoltaik und Wasserkraft und Wellenenergie und sowas, aber ja, das ja nur in kleineren Mengen dann. Wollen Sie das noch kommentieren, Herr Scutella? Ja, natürlich, mein Fusionsthema wurde angesprochen. Ich natürlich ist jetzt nicht eine Ready-Technologie, aber wir forschen ja hier auch in Bayern, deswegen muss ich das auch mal ansprechen, in Garching natürlich noch an dieser Technologie. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, das ist jetzt nicht sofort verfügbar. Genauso übrigens, wie wir auch an der Speichertechnologie weiter dran arbeiten müssen, bei alles das, auch wenn wir die Netze haben und wenn wir Erneuerbare so weit ausgebaut haben, trotzdem brauchen wir die Speichertechnologie.
Technologie, die uns da auch weiterhilft. Deswegen würde ich da mir schon auch wünschen, dass da daran weitergearbeitet wird. Was dann draus wird, muss man dann sehen, wenn es soweit ist. Manche Entwicklungen, die haben wir auch nicht vorhersehen können, mit denen wir uns heutzutage beschäftigen. Deswegen würde ich da schon auch natürlich die Lanze für die Technologieoffenheit brechen, wie wahrscheinlich auch denkbar war. Vielleicht noch zu den Rotorblättern, weil ich das jetzt gerade noch schnell mir nachgelesen habe. Also tatsächlich, es ist auch so, dass die innerhalb von 20 bis 30 Sekunden stehen bleiben, wenn der Vogel oder die Fledermaus erkannt wird. Also das ist ja auch schon eine Geschwindigkeit, wenn man sich die Dimensionen einer Windkraftanlage überlegt und dann diesen Zeitraum 20 bis 30 Sekunden. Also das ist auch schon was, was man sich wahrscheinlich vor 5 bis 10 Jahren auch noch nicht in dem Maße so gedacht hat. Und da geht ja die technische Entwicklung auch weiter. Letztendlich kann es auch nur so weitergehen, weil wir haben halt Klimaziele zu erreichen und deswegen sind wir auch, müssen wir uns auch einer gewissen, wenn das auch politisch nicht immer so gern gesehen ist, aber man muss sich dann auch manchmal einer gewissen Hoffnung hingeben, dass das schon helfen wird. Wir haben uns auch jahrelang in dem Irrglauben gewälzt, dass wir mit den Atomkraftwerken und der Endlagersuche, das wird dann schon irgendwann, Bayern hat ausgeschlossen, dass wir hier Endlager bekommen. Das ist auch eine politische Frage, ob man so damit umgehen kann. Und deswegen glaube ich, das hilft bei bloß gemeinsam an der Lösung auch der Energieversorgung zu arbeiten und alle Dinge mit einzuschließen. Ich hätte noch eine letzte Frage, vielleicht wenn Sie es ein bisschen kürzer beantworten, wäre das vielleicht ganz super. Das Thema Infraschall. Also es gibt ja viele, auch Tiere, Menschen, ja, denen der Infraschall stört. Infraschall sind Geräusche, die wir nicht hören, hatte ich ja vorhin schon auch angesprochen. Ja. Die Frage ist jetzt an Sie, gibt es Möglichkeiten, wie man auch diesen Infraschall, der wohl schon auch das Brutverhalten und Balzverhalten von Tieren stören würde, der Menschen stört, auch wenn sie es nicht hören, weil es ihnen vielleicht schlecht wird davon. Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, dass man das wegbekommen schlicht. Wer will, bitteschön. Herr Scutella, wollen Sie was dazu sagen? Also ich weiß bloß, dass wenn im Rahmen von Windenergieanlagen, von der Errichtung von Windenergieanlagen irgendwelche Populationen signifikant geschwächt werden, dann können die auch nicht gebaut werden. Das ist immer noch rechtlich so. Zum Infraschall. Wir haben dazu viele, viele Petitionen und ich muss Ihnen sagen, ich habe dazu auch schon viele, viele Studien gelesen. Und ich weiß, dass es Menschen betrifft, die da empfindlich auch drauf reagieren. Und es gibt auch Studien, die eben, wie Sie gesagt haben, sich auch auf das gewisse Verhalten der Tiere auswirken. Aber da bin ich ganz ehrlich überfragt, wie weit sich das tatsächlich auswirkt. Und das ist eben wieder genau das Problem, die Messbarkeit und Nachvollziehbarkeit. Also ich habe auch nichts gefunden, das hinterlässt komplette Ratlosigkeit und auch wieder, Infraschall kommt ja nicht nur von Windenergieanlagen, sondern von allen möglichen Strukturen, selbst natürliche Strukturen imitieren Infraschall. Und das mit dem Krankwerden von Leuten in der Nähe von Windparks, also da kenne ich zumindest eine Studie, wir arbeiten natürlich auch mit Akzeptanzforschern zusammen und sowas. Also es klingt vielleicht jetzt so ein bisschen so, als ob mich diese ganzen Themen nichts scheren. Natürlich scheren sie mich und das Thema Akzeptanz beschäftigt mich natürlich auch sehr deutlich, aber gerne auf einer rationalen Basis. Und da gibt es dann eben auch ganz viele Akzeptanzforscher, die sich sehr intensiv damit auseinandersetzen, worauf reagieren Leute, was passiert. Und das Interessante ist dann halt, also ich verkürze es jetzt etwas mal wieder, weil die wollen ja, dass ich schnell rede oder schnell fertig werde. Die Leute in der Nähe eines Windparks, die am Windpark verdienen, werden nicht krank. Und die Leute, die in der Nähe eines Windparks wohnen und nicht dran partizipieren, werden eher krank. Und da kann man ja mal drüber nachdenken, was das bedeutet. Ja, und damit ist tatsächlich auch die eine Frage hier beantwortet von Herrn Rainer Schulz, ob der Infraschall wirklich schädlich ist. Die Frage würde ich daher dann überspringen. Der Dr. Ludwig fragt, ob 3000 Haushalte pro Windrad, ist das tatsächlich so? Kann man das machen? Also ich kann das ja, nur nachlesen. Ja, klar, können Sie und im Zweifelsfall mehr, weil die Anlagen sind ja inzwischen viel größer geworden. Also das heißt, pro Windrad macht eigentlich ja keine
ist keine richtige Aussage, weil das eben sehr vom Standort abhängt. Sind Sie in Norddeutschland, dann mehr Haushalte, sind Sie in Süddeutschland, in einem weniger windhöfigen Gebiet, dann natürlich weniger. Ist es eine große Anlage, dann mehr, kleine Anlage, weniger und so weiter. Aber in dieser Liga spielt das. Also ich glaube, wir haben in Bremerhaven eine Forschungsanlage aufgestellt, das waren dann 20.000 Haushalte in Bremerhaven. Also irgendwo so in dieser Liga spielt das dann halt. Aber wie gesagt, ich finde auch diese Messlatte Haushalte, ist ja sehr, sehr schwierig, weil ganz viel Strom wird ja nicht in Haushalten verbraucht, sondern in Industriebetrieben für Mobilität oder. Also lassen Sie uns lieber so die Gesamtstrommenge angucken und dann eben mit solchen Zahlen operieren. Das weiß ich, was wir jetzt bei 50% erneuerbaren Energien der Gesamtstrommenge sind und die 80 wahrscheinlich gut zu erreichen sind mit Offshore zusammen und Photovoltaikausbau. Das sind eher so Größenordnungen, mit denen man ganz gut arbeiten kann. Dankeschön, ja. Hier steht es noch ein Kommentar bloß vom Herrn Dr. Ludwig, dass dringend aufgeforstet werden müsste und nicht Wälder für Windräder freigegeben werden müsste. Ne? Nur einen Kommentar. Jörg Tessin schreibt, zum Glück wohnt ein Neufundert, Friesland bei und im Dorf Stuckum hört niemand Infraschall. Geschredderte Vögel habe ich auch noch nie gesehen. Könnte es daran liegen, dass hier eine gewollte, sehr hohe Bürgerbeteiligung an BKAs liegt? Die Anteile wurden teilweise zu gleichen Teilen verkauft. Ja, das ist ja das, was ich sage. Wenn Sie beteiligt sind, dann verschwinden die Probleme. Genau. Herr Schulz schreibt, Windkraft ist ein Zufallsprodukt. Wie soll die Grundlast organisiert werden? Grundlast? Herr Skutella, wollen Sie das erklären? Ja. Also es ist, ich meine, das ist ja auch die Frage, die jetzt viele umgetrieben hat bei der Abschaltung der Atomkraftwerke. Jetzt muss man sich vor Augen führen, dass wir, Sie können mich gerne korrigieren, weil ich manchmal die Zahlen nicht ganz so vor Augen habe, aber ich glaube, es waren 6% der Gesamtenergieversorgung, die jetzt zuletzt noch über Atomkraft gelaufen ist. Wir haben einen europäischen Energiemarkt. Wir leben von Import und Export, je nachdem, wann jemand was zur Verfügung hat. Wir sind Nettoexporteur von Strom gewesen. Wir erinnern uns an an den letzten Sommer, der sehr trocken war, was dazu führte, dass Atomkraftwerke in Frankreich nicht betrieben werden konnten, weil kein Wasser zur Kühlung vorhanden war. Also ist die Organisation der Grundlast meiner Meinung nach, ich bin jetzt aber kein ausgewiesener Energieexperte, aber meiner Meinung nach funktioniert das bloß über den Europäischen Verbund. Mit Ziel natürlich, möglichst viel erneuerbare Energien und Speicherkapazitäten zu haben. Aber wir werden uns in diesem Bereich noch sehr viel auch umstellen müssen. Die Dekarbonisierung wird dazu führen, dass natürlich der Bedarf an elektrischer Energie immer mehr steigt. Die Elektromobilität ist ja bloß ein Bestandteil dieser Thematik. Und da werden wir auch, also ich selber mache es ja auch so, ich habe eine PV-Anlage am Dach und ich schalte, seitdem ich die habe, halt den Geschirrspüler und die Waschmaschine und lade mein Elektroauto halt meistens dann, wenn, außer es ist unbedingt notwendig, aber meistens dann, wenn halt auch die Sonne voll scheint und ich den meisten Ertrag aus meiner PV-Anlage selber verwenden kann. Und dahin wird sich auch die Entwicklung irgendwann mal danach wird sich das wohl auch richten müssen, dass wir sagen, wir haben intelligente Geräte in den Haushalten. Ich spreche jetzt bloß für die Haushalte, das ist in der Industrie natürlich ein ganz anderes Thema. Aber das wird sich noch verändern, noch stärker verändern. Und das ist jetzt bloß der Beginn einer Transformation, die wird nicht einfach, das will ich auch politisch gar nicht verhehlen, aber da gilt es jetzt eben auch politisch die richtigen Weichenstellungen zu treffen. Und weil Sie die Akzeptanz nur angesprochen haben und ich ja hier auch ein bisschen die bayerische Sicht vielleicht noch anbringen darf, wir hatten jetzt mehrere Bürgerentscheide zum Thema Windkraftanlagen. Und die meisten davon sind positiv ausgegangen. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger wollen das. Das ist uns nicht nur seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine bewusst, sondern auch schon vorher gab es positive Bürgerentscheide. Und ich glaube, dass diese Diskussion, die wir jetzt gerade so etwas versucht haben, hier reinzubringen, dass die teilweise auch schon 20 Jahre alt ist und dass sich mittlerweile das Bewusstsein doch schon verändert hat. Ich bin kein Befürworter von Windkraft auf Biegen und Brechen und überall, sondern da muss der Ertrag stimmen. Aber das wissen die Betreiber am besten, weil ich kann Ihnen sagen, jemand, der investiert in so eine Anlage, die ist nicht gerade billig, der will auch, dass sich das rentiert. Und deswegen glaube ich, dass wir auch das mal nicht vergessen sollten in der ganzen Diskussion, dass ja da natürlich in einer Marktwirtschaft irgendjemand was damit verdienen möchte.
Ja, klar. Ja, aber die Informationen, die ich genommen habe und die Gegenbewegung, die ist aktuell übrigens, ja, die ist durchaus aktuell, aber sicherlich die Menschen, die dagegen sind, werden immer weniger. Das ist schon, habe ich auch Ja. festgestellt. Vielleicht noch ganz kurz auch zu dem Grundlastthema. Also in den aktuellen Diskussionen mit unseren Energieexperten taucht das Wort auch gar nicht mehr so auf, sondern eben der Verbrauch setzt sich zusammen aus sehr vielen zeitlich variablen Größen, wo dann eben irgendjemand irgendwann irgendwas braucht. Der Input setzt sich auch aus vielen Größen zusammen und das wird eben im Gleichgewicht gehalten und das funktioniert ziemlich gut. Und ebenso dieses frühere Grundlastkonzept, wo man ja tatsächlich auch von den Kraftwerkstypen her eben irgendwelche riesigen Braunkohlekraftwerke und die Atomkraftwerke eben als Grundlast durchgefahren hat und dann irgendwelche Spitzen abgefangen hat, kriegen sie genauso gut hin, indem sie eben den richtigen Mix zusammenfahren und dann eben die Spitzen auch durch irgendwas abfedern, wo dann eben jetzt bis zuletzt noch Gaskraftwerke als schnelle Reserven da waren, die dann eben irgendwelche Spitzen abgefedert haben. Da muss man jetzt ein bisschen gucken, weil Gas ist gerade nicht mehr so en vogue, wie man das dann eben durch, weiß ich was, Wasserstoff oder was auch immer abfedert. Aber so diese Kombi Wind, Sonne, Biogas, zukünftig kommt ja auch noch Geothermie ins Spiel, gibt einen ziemlich guten Mix, der 100% Versorgungssicherheit garantiert und eben auch was dafür spricht, dass das ziemlich gut funktioniert, ist, dass tatsächlich statistisch gesehen die Anzahl der Netzausfälle mit Zunahme der erneuerbaren Energien im Netz zurückgegangen ist. Und eben Okay, zum danke Beispiel, schön. das ist teilweise ein großes Problem, wenn Ihnen plötzlich ein Atomkraftwerk hops geht und da ziemlich viele Gigawatt auf einmal vom Netz gehen. Das müssen Sie erstmal einfangen und sowas kam auch vor. Okay, danke schön. Ich würde jetzt hier mit Herrn Bergmann weitermachen. Ich lese einfach die Frage mal vor, ne? Wie Sie zum Beispiel in Bayern absolut und relativ von Windkraftanlagen die aktuell installierte elektrische Leistung und die tatsächlich beim Verbraucher gelieferte Leistung unter der Berücksichtigung von Netz- und Wandlungsverlusten aus. Also Herr Bergmann schätzt auf 30%. Nein. Ja, wir haben hier Experten. Wer will was dazu sagen? Bitte Alles einfach gut, Herr. loslegen. Ja, bitte, Herr Reuter, also das ist schon Also, eine. das ist ja das Nette an der elektrischen Stromversorgung, dass wir Wirkungsgrade, was, wenn der Strom dann erstmal da ist in der Photovoltaikanlage und was zu meinem Verbraucher ankommt, da sind wir bei gigantisch hohen Wirkungsgraden, 90, 95%. Also, da geht relativ wenig verloren. Das ist eben kein Kraftwerk, ein konventionelles Kraftwerk, ein Kohlekraftwerk hat einen Wirkungsgrad von 25% plus dann die Transportverluste. Eine Windenergieanlage hat dann, wenn Strom da ist, geht das in Richtung 100%. Wir haben dann kaum noch Verluste und dann eben ein paar Trafo-Verluste und sowas und Hochspannen und Runterspannen und sowas. Aber das ist das Gleiche wie beim anderen Kraftwerk auch. Das heißt, die Verluste sind vernachlässigbar. Das macht das Ganze ja so charmant, was Energiewende angeht, wo die Leute ja immer schreien und sagen, oh, so und so viele Mengen an Primärenergie müssen wir ersetzen. Aber das Praktische ist, die Hälfte müssen sie gar nicht ersetzen, weil die Hälfte war vorher eh irgendwelche Wirkungsgradverluste, die sie im System hatten. Und die haben wir jetzt nicht mehr. Das heißt, sie brauchen viel, viel, viel weniger Primärenergie, um die gleiche Menge an Energie bei dem Verbraucher unterzubringen, das ist eben wirklich der charmante Vorteil an Erneuerbaren. Und das ist eben Photovoltaik und Wind ganz genau gleich. Okay, ich würde hier gleich zur nächsten Frage kommen. Da fragt jemand, ob es für die Stromtrassen vom Norden Deutschlands eine saubere und gesunde Lösung gibt, fragt Herr Scheuerlein. Ist es nicht sauber und gesund? Oder warum nicht? Also ich weiß Herr nicht, was Gerner. ganz ungesund ist. Also da wird ja ein riesiger Graben quer durch Deutschland gegraben und das ist tatsächlich nicht harmlos. Also ich habe da auch wieder vollstes Verständnis für die Gemeinden und insbesondere die Nachbarschaften. Und da bin ich dann wieder so ein bisschen betroffen, weil ich wohne ja in Hannover und die eine Trasse geht an Hannover vorbei. Und da haben wir natürlich auch geguckt, wie viel, und das ist jetzt irgendwie 2 Kilometer von uns entfernt, dass die Trasse da gegraben wird. Aber dann liegen da irgendwelche Kabel im Boden und da wächst ein Gebüsch drauf, so oder was auch immer da drauf gepflanzt wird. Also hinterher sieht man nichts mehr und da sind dann eben diese Höchstspannungskabel im Boden vergraben.
Was daran so direkt ungesund ist, erschließt sich mir nicht. Aber ich bin jetzt nun auch kein Kabelexperte. Ich gehe mal davon aus, dass da irgendwie keine Probleme mit Grundwasser und sowas auftreten, weil wir vergraben ja nicht zum ersten Mal Kabel. Und also es ist bekannte Technologie, die wird sehr, sehr sorgfältig gemacht. Die Firmen machen da nach meinem, also ich habe es ja auch so mitgekriegt, wie viel Bürgerbeteiligung und Information und Tüt und Tat da gemacht wurde. Die geben sich schon Mühe. So. Also macht hinterher nicht alle glücklich. Aber was daran ungesund sein könnte, erschließt sich mir nicht. Hier ein Kommentar und eine Frage. Kommentar vom Herrn Dr. Lutzig ist übrigens von Waldkleeblatt e.V. Da sagt, dass in Bayern 2609 Megawatt installierte Windleistung gibt. In Baden-Württemberg gibt es 1733, Brandenburg 8252. Ich glaube, das ist nur so ein Kommentar, den ich durchaus interessant finde, ehrlich gesagt. Ja, Brandenburg ist durchaus ein sehr aktives Windenergieland. Also gut, die haben natürlich auch Fläche und Wind, so nicht? Also das spielt ihnen natürlich in die Hände. Ich weiß nicht, ob sie mal in der Uckermark waren. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt Rotmilane gibt. Da gibt es wahrscheinlich nur Wölfe. Ja, wahrscheinlich. Nee. Hier fragt Herr Leyendecker, welche private Investition entfaltet Mehrwirkung? Eine Solaranlage auf dem eigenen Dach oder eine gleich hohe Zahlung an eine Genossenschaft Windenergie oder so? Was ist da Ihre Einschätzung? Das ist wahrscheinlich wirklich nur eine Einschätzung, ne? Ich habe keinen Schimmer. Also ich weiß, dass es natürlich sehr unterschiedliche Beteiligungsmöglichkeiten an Windenergie gibt. Und wenn es eine Bürgerbeteiligung gibt, würde ich die immer, also so ein Bürgerwindpark und sowas mit der lokalen Kommune und sowas, im Zweifelsfall bleibt dann mehr hängen, als wenn Sie da irgendwie zu einer Bank gehen und sich an irgendeinem Investitionsobjekt eben in der Uckermark beteiligen, wo irgendwie ein professioneller, großer Projektierer den Reibach macht. Weil das ist natürlich schon so, dass Projektierung von Windenergieanlagen ein sehr lukratives Geschäft sind und damit Leute auch gut Geld verdienen. Und eben Bürgerwindparks, das heißt, das bleibt in der Kommune und da bleibt eben mehr für den Einzelnen. Das heißt, da kann ich sagen, wenn Sie die Möglichkeit haben, Bürgerwindpark lohnt sich. Wie das im Vergleich zu einer Photovoltaik ist, Herr Skotella, vielleicht wissen Sie da was. Sie haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Ja, aber das ist meine individuelle Nutzung. Die habe ich da als Grundlage. Ich meine, das kommt darauf an, wie jeder auch selber privat natürlich den Strom nutzt, was für Geräte er benutzt, wann, zu welchen Zeiten. Wenn jetzt jemand sagt, er muss unbedingt immer nachts laden, dann bringt jetzt die PV, wenn sie nicht mit einem Speicher verbunden ist, natürlich auch nicht viel. Aber die Bürgergenossenschaften sind jedenfalls eine Beteiligung wert. Also ich habe jetzt dann von mehreren gehört, dass die immer wieder Auszahlungen haben, also Ausschüttungen haben des Gewinns. Wir haben selber bei uns in der Region 3 Stück. Ich habe auch einen Bekannten, der Vorsitzender von einer ist. Also scheint wohl zu funktionieren. Die sind jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, die Kolleginnen und Kollegen, dass sie da das Geld zum Fenster rauswerfen, sondern sie wollen da auch was davon sehen. Deswegen ist es sicherlich eine Überlegung wert. Übrigens auch die Kommunen freuen sich drüber, weil es mittlerweile Modelle gibt, dass man sogenannte Stromsens an die Kommunen abführen soll als Betreiber. Das gilt für PV-Anlagen, gilt dann genauso für Windkraftanlagen. Da freuen sich auch die Kommunen drüber, dass sie einen kleinen Anteil an dem Ertrag haben. Vielen Dank. Es gibt auch viele spannende Fragen und einige kriege ich auch noch hin. Da schreibt Herr Brandes, bei den Diskussionen ging es im Wesentlichen um den Strom bis 2030. Ich muss den Satz ein bisschen schöner machen. Bis dahin soll alles komplett der ganze Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. Aber was ist mit den anderen 80% an Energien, die gebraucht werden? Womit wird der erzeugt? Durchaus interessante Frage. Vielleicht weiß jemand von Ihnen ein bisschen Bescheid? Also es sind nicht 80%, sondern es ist weniger. Wie viel weniger muss man sehen, weil wieder da eben so ein bisschen die Frage ist, wie viel ist dann tatsächlich Strom? Und wir sind ja dabei, massiv alles zu elektrifizieren, Verkehr und so weiter. Das heißt, die Gesamtstrommenge wird wahrscheinlich bis 2030 moderat steigen und danach noch deutlich steigen, weil eben ganz viel Wärme, also die ganzen Diskussionen, die wir gerade mit Wärmepumpe haben oder Elektromobilität, das fängt ja erst an, nach und nach durchzuschlagen. Und das heißt, der Strombedarf wird hochgehen und davon wird dann eben Ziel, eben 80% bis 2030 erneuerbar zu machen und dann den Rest in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Aber es ist tatsächlich eine relevante Frage. Also ich habe bisher keine seriöse Studie gesehen, wo wir
den gesamten Energiebedarf, den wir in Deutschland haben, in Deutschland decken können. Also wir werden immer Energie importieren müssen. Und da ist jetzt die Frage, wie und woher. Und da gibt es eben verschiedene Varianten. Es gibt die Stromvariante. Also es wird ja schon von Herrn Skutella gesagt, wir sind Teil des europäischen Stromnetzes. Und es gibt Länder, die sind flächenmäßig gesegneter als wir und die sind auch windmäßig gesegneter als wir. Und die bringen sich halt schon massiv in Stellung. Zum Beispiel Dänemark baut Energieinseln mit der Idee, große Mengen von Strom und Wasserstoff an Deutschland zu vertickern, weil die einfach Platz in der Nordsee haben, Lust drauf haben, Spaß daran haben, energiepolitisch für die das in den Kram passt und auch industriepolitisch denen in den Kram passt. Und die wittern das große Geschäft. Und es gibt in Südeuropa ganz viel Fläche und Platz und Sonne, um Solarstrom zu produzieren. Und das heißt, so europaweit kriegt man das gut hin. Also europaweit kriegen wir eine Versorgung mit Wind und Sonne gut hin. Es muss nur verteilt werden und wir werden Nettoimporteur von Strom sein. Was da nicht Strom ist, da ist ja gerade so die ganze Wasserstoffnummer in Diskussion, dass wir Wasserstoff aus wo auch immer importieren und da wird es dann schon ein bisschen interessanter. Also so Länder wie Namibia sind da im Gespräch oder auch Chile oder Australien oder Nordafrika oder auch Länder wie Saudi-Arabien bringen sich massiv in Stellung, um zukünftig nicht Öl zu exportieren, sondern Wasserstoff zu exportieren. Irgendwas wird werden. Das wird wahrscheinlich ein paar Jährchen länger dauern als einige Menschen das in Berlin sich gerade wünschen oder hoffen, aber es wird irgendwann passieren. Und ich denke, es wird immer noch schneller passieren als der Fusionsreaktor. Sorry für die kleine Spitze. Ja, wir haben es schon gelernt. Genau. Wollen Sie da noch was dazu sagen, Herr Skutella? Alles gut, wir haben ja noch ein paar Fragen. Und, ja, wir haben noch ein paar andere Sachen, genau. Ich würde vielleicht die nehmen, Herr Kippke, Windkraft an. Ja, genau, was mir vielleicht noch auch von Herrn Kippke, der hat zwei Fragen. Die eine ist, wenn es denn tatsächlich eine Repowering gibt, ja, ist dann da eine Auflage, dass man diese Beton-Grunddinger dann wieder, Grundlagen wieder verwendet oder macht man wirklich alles raus und alles wieder neu rein? Das ist die eine Frage von Herrn Kippke. Und ich hänge vielleicht gleich die zweite dran. Windkraftanlagen entziehen Energie aus einem Massenstrom, gibt es da Grenzen? Ab wann ist das relevant für das lokale, regionale Wetter? Ah, okay, so ist das gemeint. Ja. Erst Herr Skutella, weil ich die erste Frage vielleicht an die erste Frage. Den Rückbau, der Beton kann natürlich recycelt werden. Es gibt auch Recycling-Betonstrukturen. Eine Frage, die jetzt tatsächlich politisch zu klären ist, und da brauchen wir auch die EU, ist, wie hoch können wir die Recyclingquote setzen, um auch wieder neue Baustoffe damit aufbauen zu können. Da gehen auch die Diskussionen, laufen da immer. Das betrifft nicht nur Beton, das betrifft auch den Bereich Plastik zum Beispiel und ähnliche Werkstoffe. Das ist schon ein Thema, das, ich glaube, etwas verschlafen wurde, die Rezyklate und die Nutzung auch. Aber es wird genutzt, es wird im Straßenbau zum Beispiel auch genutzt. Es wird, also das ist kein verlorener Rohstoff, der dann durch den Abbruch irgendwie uns verloren geht, sondern es bleibt tatsächlich das bei der Aussage, die wir auch mit 5% Divergenz hatten, dass wir 85% oder 90% einer gesamten Anlage, und da gehört natürlich das Fundament dazu, recyceln können und nur die Rotorblätter sind tatsächlich ein Problem. Oder ein nicht Problem, ist ein schwieriges Wort, aber etwas, was noch einer besseren Lösung bedarf, sagen wir es mal so. Mhm. Und dann nochmal ganz einfach, also irgendwie so Anlage abbauen und altes Fundament verwenden geht nicht, weil das alte Fundament ist eben ein Bauteil einer Windenergieanlage und das ist ein sehr komplexes Bauteil einer Windenergieanlage, das auch ermüdet. Das heißt, das ist dann auch aufgebraucht nach den 20, 25 Jahren. Und das ist eben nicht irgendwie so ein Steinblock oder sowas, wo man einfach was drauf, Neues drauf nagelt, sondern das ist eben eine komplexe Struktur, die dann eben auch ersetzt werden muss oder weitestgehend ersetzt werden muss. Die andere Frage mit der Strömung, und es gibt zwei Antworten darauf, sozusagen kleinräumlich, also im direkten Umfeld von Windenergieanlagen, also das heißt im Nachlauf von Windparks, merken Sie, dass Energie fehlt. Und das heißt,
direkt hinter einer Windenergieanlage würden Sie keine andere Windenergieanlage aufstellen, weil die würde deutlich schlechter laufen. Und deshalb baut man Parks auch immer so, dass die Anlagen nebeneinander stehen in Hauptwindrichtung, weil sie sich gegenseitig beeinflussen. Diese Beeinflussung nimmt ziemlich schnell ab. Also das heißt, nach 1-2 Kilometern merken Sie da nicht mehr, dass da ein Windpark da war. Aber doch so weit. Das ist offshore noch deutlicher, und zwar so sehr, dass tatsächlich die großräumige Planung der Nordsee inzwischen tatsächlich als ganze Nordsee angeguckt wird und die ganzen Windparks, und da reden wir ja über 100 Gigawatt, 130 Gigawatt oder sowas an Windparks, die da aufgestellt werden, also viele Atomkraftwerke, da ist tatsächlich die gegenseitige Beeinflussung schon ein Problem. Aber es ist jetzt kein klimatisch relevante Größenordnung. Also die Dänen müssen jetzt nicht Sorge haben, dass, weil sie im Nachlauf der ganzen Nordsee-Windparks plötzlich ein anderes Klima haben oder sowas. Dazu ist das dann doch wieder zu klein und durchmischt sich zu sehr. Das heißt, die Antwort ist regional, lokal, im Umkreis von Kilometern, 50 Kilometer, 100 Kilometer merken Sie eine Reduktion des Windangebots, aber keine klimatischen Veränderungen. Okay, danke schön. Hier ist noch eine interessante Sache von Araton. Erneuerbare Energien sind nicht rein klimaneutral. 50% werden von Gas und Kohle erwirtschaftet. Warum benötigt man die Lüge von grünem Strom? Vielleicht auch Herr Scutella zuerst. Also mit der Frage erwirtschaftet, da hänge ich jetzt ein bisschen gedanklich. Ich finde es eher schade, dass wir jetzt die Kohleenergie so stark nutzen müssen, weil die ist mit Sicherheit alles andere als klimafreundlich. Wenn wir uns die Kohlekraftwerke und die Emissionen, was da rauskommt, einmal vergegenwärtigen, und da gibt es ja auch den CO2-Rechner oder es wird bildlich dargestellt, kann man sich abrufen, wie hoch das bei uns ist im Vergleich auch zu anderen europäischen Ländern, die mehr auf Erneuerbare und oder Atomkraft setzen. Das muss ich an der Stelle so hinzufügen, weil natürlich Atomkraft da auch relativ CO2 oder eigentlich CO2-arm ist. Ich bedauere, dass wir so viel Kohlestrom noch benötigen, und das ist ja auch das Ziel, dass wir das nicht mehr brauchen. Genau, aber grüner Strom ist grüner Strom. Da ist nicht Kohle oder sowas drin oder Gas, sondern grüner Strom ist grüner Strom. Der Rest ist dann halt kein grüner Strom, sondern schwarz-grau, wie auch immer Sie das bezeichnen. Und das ist genau so, das ist ziemlicher Mist, dass wir da noch so dranhängen. Ja? Und insbesondere jetzt auch noch mit durchaus relevanten Braunkohlekraftwerken, die es in anderen Ländern ja gar nicht mehr gibt. Ja. Ich habe hier einen Doppelkommentar, den ich zusammennehme. Grundlast ist für ein Industrieland überlebenswichtig. Warum sollten dann 30 Gaskraftwerke neu gebaut werden? Genau, weil wir keine Grundlast haben, sondern weil wir eine Kombi haben von ganz vielen Abnehmern und von ganz vielen Anbietern. Und irgendwann bleibt immer kurzfristig irgendwas übrig, und da springen die Gaskraftwerke ein. Das haben sie aber auch schon immer gemacht. Wir brauchen halt nur jetzt noch ein paar mehr davon, weil im Zweifel die Schwankungen, so die oberen 10-15%, ein bisschen größer werden als vorher. Und es natürlich im Augenblick noch günstiger ist, das mit Gaskraftwerken zu machen, als zum Beispiel mit irgendwelchen coolen Speichern, die wir noch nicht haben. Das ist eben auch eine Frage von Verfügbarkeit und Kosten, dass es günstiger ist, das so zu machen, als sich irgendwelche, was auch immer, Batterien hinzustellen, oder Wasserstoff haben wir auch noch nicht. Da wird es dann langsam dünn mit kurzfristig irgendwo Energiemengen herholen. Ja, es gibt ja noch die Möglichkeit von Pumpspeicherkraftwerken, aber die sind natürlich auch begrenzt. Es gibt die Kombination eines Speichers tatsächlich, der in Momenten, wenn der Wind stark bläst, das Wasser hochpumpt, und wenn der Wind nachlässt, dann das Wasser ablässt. Gibt es ja auch ein Baden-Württemberg, grenznähe zu Bayern, ein großes Projekt, das da gebaut wird. Auch ein spannendes Thema eigentlich zu den Gaskraftwerken. Vielleicht noch ein Satz, die können ja, so denn die Entwicklung des will und so auch fortschreitet, auch mit Wasserstoff dann genutzt werden. Das heißt, wir sind dann auch etwas unabhängiger, sofern wir denn den Wasserstoff bekämpfen. Woher kriegen, ja.
So, jetzt würde ich gleich zur Schlussfrage kommen. Dann könnten wir fast eine Punktlandung schaffen. Aber darf auch eine Minute mehr werden, denke ich. Also was glauben Sie beide, wie künftig, was man unbedingt, was die nächsten Schritte in der Windenergie sein müssen und was dringend gemacht werden muss, was vielleicht auch noch hängt? Ich würde jetzt hier Professor Reuter zuerst und Sie, Herr Skutella, dürfen dann am Schluss da noch ein Statement dazu sagen. Ne? Also technologisch, denke ich, läuft alles, was notwendig ist. Und da muss natürlich noch jede Menge gemacht werden. Aber tatsächlich so die Leute mitnehmen und zeigen, was man damit Cooles hinkriegen kann. Also diese ganzen Bürgerwindparks, die Kommunen, die auf irgendwie Eigenversorgung setzen und damit komplett glücklich sind. Und das mal ein bisschen mehr herausstellen und dem auch tatsächlich Raum geben und zeigen, was alles geht und wie gut es funktioniert. Und das ist jetzt teilweise auch passiert im Sog der Ukraine-Geschichten, wo dann plötzlich Kommunen glänzend dastehen und überhaupt keine Probleme haben, weil sie den Strom und alles selber machen. Und das natürlich extrem günstig und das dann auch mal gezeigt wird, was das für die Leute vor Ort bedeutet und was sie dann an Möglichkeiten haben, wenn dieses Geld eben lokal erzeugt wird, ausgegeben wird. Das ist nämlich genau die Chance der erneuerbaren Energien, dass es ja auch sehr stark regionale Wertschöpfung ist und ganz viel auch in Gegenden ermöglicht, die sonst im Zweifel abgehängt werden und dann eben nicht Frankfurt oder Berlin oder München sind, sondern irgendwie Pampa. Und dann plötzlich aber doch ein gutes Leben da möglich ist. Und das sollte, denke ich, noch ein bisschen ausgebaut werden. Okay, danke schön. Sehr optimistisch. Sehr schön. Bitte schön. Herr Skutella. Passenderweise dazu beim Tagung der Akademie Ländlicher Raum in Bayern. Und da ging es natürlich auch um das Thema erneuerbare Energien, vor allem Windkraft. Und da hat ein Bürgermeister gesagt, ich mache das jetzt mal auf Bayerisch, wenn wir es jetzt nicht machen, dann sind wir selber schuld. Also ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wenn die rechtlichen Voraussetzungen, ich habe das anfangs schon herausgestellt, wenn die jetzt nicht genutzt werden, und das sind natürlich auch finanzielle Möglichkeiten, die jetzt gegeben sind, das ist auf Dauer auch durch den Staat nicht tragbar. Also wer jetzt da nicht investiert und aufspringt und gerade auch aus kommunaler Sicht nicht sagt, wir haben ein Interesse dran, und eine gewisse Autarkie zu erschaffen, dass wer das nicht nutzt, der ist wirklich in dem Fall selber schuld. Ich weiß, ob der ganzen Problematik und der Diskussionen, aber da bildet diese Möglichkeit der Einbindung der Bürgerinnen und Bürger, der Mitwirkung auch, das ist ein unglaubliches Potenzial, was man halt auch nutzen sollte. Und dazu kann man nur aufrufen, der Schlüssel liegt jetzt tatsächlich auch in Bayern bei den Kommunen und dann natürlich bei den Behörden, die Verfahren möglichst schnell durchzuziehen, damit man auch einen spürbaren Effekt daraus erwirtschaften kann. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch Ihnen beiden gleich noch, dass wir heute so ein wirklich interessantes Podium hatten. Das ist auch ein gutes Stichwort, finde ich, Chancen nutzen und damit dann umgehen und damit weitergehen. Und wir müssen da natürlich wirklich schnell, muss da was getan werden, schnell müssen wir die Energien weiter umstellen. Und in diesem Sinne haben wir heute eine sehr optimistische, wie ich meine, Seite bekommen. Und das ist auch ganz schön. In diesem Sinne wünsche ich allen, die heute zugehört haben, einen schönen Abend und vielleicht bis zum nächsten Podium, welches wir wieder hier haben, zu einem anderen spannenden Thema, das uns bewegt. Bis dahin, alles Gute, auf Wiedersehen. Vielen Dank. Ciao, ciao. Dankeschön, Wiedersehen.